4 Barbarermin, was ist das? Triple, Leute. Fordel. Triple Dart Goblin. Komm noch ein. Machen wir noch einen, komm. Hier wollte er nicht. Oh, so ein Scheiß. Das interessant auf jeden Fall. Beide einfach genau dasselbe. Guck um, nice. Free Win für mich, Klonzauber ist dabei. Moin Leute, Trimax hier. Die Challenge ist noch am Start. Spiegelkampf-Herausforderung heißt das auf Deutsch. Big Spin und Flobby sind am Start. Ja. Hi, moin. Okay, Einsatz, hallo. Das kriegen wir nicht hin. Das so. Brauchen wir noch was. Wir machen wieder ein Dreier-Duell. Das war bis jetzt wirklich eine der frustrierendsten Challenges überhaupt für mich. Muss ich wirklich ganz klar sagen. Flobby hat 2 Versuche auch nicht geschafft, die 12 Siege hinzubekommen. Bigspin hatte 1 Versuch und hat die 12 Siege geschafft. Da möchte ich jetzt natürlich herausfinden, wie hat er das gemacht? Und vielleicht so die ein oder andere Sache mit mir abgucken. Es kommt auch sehr darauf an, was für Decks am Start sind, wobei natürlich der Gegner auch genau das gleiche Deck hat. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Achso, das Design, was ich hier übrigens habe, was hier alle fragen, das ist wegen Halloween. Halloween ist bald, hat Ferris einfach mal spontan gemacht. Mega gut geworden. Danke, Ferris. Alles klar. Nice, X-Bogen. Boah, Spott drauf. Alter, okay. Achso, der Sieger kriegt eine Super Magical Chest. Ja, okay. Passiert, wie? Einfach so. Keine einfach Ahnung. So. Okay. Von Subs nehmen wir das. Von Subs nehmen wir das. Wie viele Subs sind wir schon? Ja, guck mal hier, das. Na gut. Kriegen wir schon hin, 7 Subs kriegen wir hin. Mein Gegner startet schon wieder hier, so wie man starten muss. Nicht. Manchmal ist es besser, erst zu warten. Manchmal ist es besser, aggressiv reinzugehen. Ich sag mal so, ich hatte Ritter, Banditen und Hexe. Und Hexe kontert halt die beiden Karten. Wenn du offensiv mit Ritter reingehst, hast du halt stimmt auch wieder einen schlechteren Start. Es sind auch immer die gleichen Starterhände, ne? Ja. Dann weiß man also immer auch die Starter vom Gegner. Oh, da habe ich jetzt... Oh, Flobby, was hast du da gekriegt? Du hast dich letztes Mal, muss ich wirklich sagen, für einen Pro hier schon ziemlich blamiert. Ja. Das musst du heute wieder gut machen. Aber so aus, als ob ich das nicht schaffe. Der Turm ist schon wieder down. Der Eisgeist macht da Schaden am X-Bogen, jedoch connectet er jetzt. Ja, okay, du hast. Leider also, hast du dafür jetzt auch einen Turm. Ja, okay, dann machst du Schaden auf beiden Seiten. Also, man hat natürlich sehr viel in den Kommentaren von unserem letzten Video gesehen, Flobby, dass du sicherlich ein Pro bist. Aber da hat man oft gesehen, der kann nur Golem. Ja, jetzt spielt man hier mit Random Decks und du hast echt reingeschissen, muss man ganz klar sagen. Also was sagst du zu dieser Behauptung? Ich muss dazu sagen, es stimmt, ich bin mit Golem am besten, aber ich kann auch zum Beispiel Riese relativ gut, damit bin ich jetzt auch bei meinem Flobby sehr hoch gepusht. Ich bin jetzt heute ein bisschen gedroppt, aber generell bin ich mit dem relativ hoch. Okay, aber, dann sagen wir Beatdown Decks allgemein. Genau, aber man kann schon fast sagen, also nicht nur, ich kann nicht nur hier Beatdown Decks, aber ich bin mit denen halt deutlich besser mit den anderen Decks und mit den anderen tue ich mich manchmal auch schwer. Also ich kenne dann auch das Ja, was war das für ein Friedhof? Ja, ein Eckenfriedhof. Perfekt Eckenfriedhof für eine theoretische Elixierpumpe. Da war aber keine. Und mit vielen Karten stimmt's auch, kann ich da vielleicht auch nicht so optimal umgehen wie manch anderer. Jetzt nicht wie ihr beide, ihr könnt mit keiner Karte umgehen, aber ich meine jetzt andere Spiele. Oh, roasted. Alter, okay. Da haut er den Roast raus. Ja, für mich stimmt das teilweise sogar. Aber der Challenge mache ich heute. Bah. Also ich will auf jeden Fall nicht letzter werden. Wir sind hier wieder bei 2.5 Pro. Das war eigentlich so der schlechteste X-Pro, aber ich wusste gerade sagen, ich sehe, du hast Kompetenz mit X-Pro. Ja, aber ich wusste, es reicht dann, weißt du? Ja. Nee, nee. Nee? Mm-mm. Nee, nee? Mm-mm. Er soll jetzt nochmal richtig was raushauen. Aber mit dem Friedhof eben, was war das eben für ein Friedhof, Mann? Ja, das frage ich mich auch. Der hat noch nie gespielt. Auch hier schön vom Flobby gemacht, wie er den Friedhof mit dem Tank supportet, damit der Friedhof hier unbeschadet den Turm töten kann. Alter, Ibims Friedhof Pro. Alter, Friedhof Rage. Fantastisch. Gut, die erste Runde geht an dich. Keine Ahnung, was das für ein Gegner war. So viel kriege ich auf jeden Fall in dieser Challenge nicht. So, jetzt. Ey, ich wollte ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, die Challenge ist nicht mehr auf Pokale basiert. In dem Practice war es wirklich so, dass man jeden Gegner über 5000 hatte. Ja. Hier sind jetzt auch viele Randoms dabei. Ja. Sauber. Habe ich auch schon gemerkt. Aber trotzdem ist die Challenge alleine so random, dass es trotzdem manchmal einfach egal ist. Weil die einfach, die Leute spielen ja Barbaren auf 2500 oder was. Ja, ich weiß. Die spielen wir dann. Die sind gut mit den Decks gefühlt. Okay, ich mache das nächste. Ich bin in der Mitte von euch beiden und darf Wixbin als letztes ran. Klar, Vorteil, Nachteil, hat alles Vor- und Nachteile.
Ich mach das Game und jetzt komm, bitte nicht das erste Game schon reinscheißen. Ach du Scheiße, ich krieg immer so aggressive Decks. Schweine, Reiter, Holzfäller, Heal. Ja, nice. Okay. Ich würde immer den Heal mit dem Schweinereiter einsetzen, das ist immer gut. Einfach Heal drauf, wenn er volle Leben hat. Alter, wir haben aber auch starke Truppen in der Defense. Habt ihr was gegen den Inferno Dragon? Nee. Nee, ne? Ich dachte jetzt, ich mache ihn hier nass mit meiner Taktik. Mit zwei Execution, dass ich den einen Inferno Dragon so schnell aus der Luft hole. Dass er ja, gar nicht der weiß. Gute David, man kennt ihn. Und er heilt die einfach noch. Fuck. Das krieg ich jetzt aber. Das müsste der hinkriegen. Der heilt. Der ist auch scheiße. Das war richtig schlecht. Das war wieder ein Holzfäller und Kobold. Der wird jetzt einfach wieder wegschroten. Ah. Hey, er wird jetzt einfach Henkor Tornado, mein Freund. Henkor? Ne, gut. Tornado? Ihr habt kein Tornado. Wir haben kein Tornado. Scheiße, ich dachte, ihr hättet... Oh, lol. Nice. Ja, ich hab hier schon, Sauber. Ja, ich wollte ja noch Chef machen. Der Stimmt, der ist heute nicht da. Deswegen brauchen wir sowas. Ah, das ist echt schade, dass der Barbar dabei ist, ey. Ja, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie weiterkommt. So, gegen ihn wäre es halt immer so ein Free Win, deswegen. Ja, das ist schade, dass heute Free Win nicht dabei ist. Das Beste auch, ich hab einfach... Alter! Der ist in der Sendungsdauer gestorben. Holy shit, der hackt. Ja. Der hackt. Die der Sendungsdauer von 0,5 Sekunden, der war auf Level 2 und im Rage. Ja. Das war geil. Das war krass. So, das Beste war auch, ich habe eine halbe Stunde vor dem Stream die Mitteilung für WhatsApp ausgemacht. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Und zwar lag das daran, dass jetzt beim iPhone 7, seitdem iOS 11 draußen ist und seitdem das neue iPhone 8 draußen ist, keine Ahnung, beginnt so langsam, dass da Lags hinzukommen und ich muss die Mitteilung ausstellen, sonst laggt Clash Royale. Wenn eine Mitteilung kommt, ist es dann nämlich so, dass das Spiel einfach kurz stehen bleibt und komplett laggt. Das ist richtig, richtig guter komisch. Meinung. Ja, ne? Und auch gute... Ne, das, was macht er denn? Der war besser als der von dir. Ich finde irgendwie den doppelten Holzfäller, der hat's irgendwie in sich. Aber der Schweinereiter hat es auch irgendwie in sich. Ah, der ist kurz geraged. Warte kurz, wer hat geheilt? Er hat geheilt. Ich heile doch nicht in so einer Situation, ich bin doch nicht ein Anfänger. Ich heile doch nicht. Ja, da heile ich jetzt. So. Das war sogar ganz okay. Das sieht sicher aus. In der Challenge gibt es keinen freien Eintritt. Ist es besser, direkt am Anfang zu zocken oder am Ende? Also eigentlich würde es sich... Also theoretisch macht es am Anfang Sinn, weil da halt jeder, also die, ich sag mal so, die Free-to-Play sind, die haben halt, die werden nicht so viele Versuche machen und die werden vermutlich dann direkt am Start einen machen und wenn sie dort verlieren, dann machen sie keinen mehr. Alter, die andere Sache ist, dass am Ende alle Leute, die es schon geschafft, oder ganz viele, die es schon geschafft haben, es nicht mehr machen. Deswegen könnte es am Ende einfacher sein. Also ich kann es dir nicht mal genau sagen. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Schwieriger. Was ich weiß, ist, dass ich 1-0 am Start bin. Das war ich in dieser Challenge, glaube ich, noch nie. So, jetzt Alter. Muss ich. Jetzt wird es schon wieder witzig, weil Big Spin muss nachziehen. Ja, danke für den Applaus. Den habe ich auf jeden Fall auch verdient. Aber jetzt. Wird aber schon mal eine Abstimmung gemacht. Was ist am besten, zu starten oder als Letzter zu spielen? Schwierig, ne? Wer ist mit einer Abstimmung? Im Zweifelsfall wird Lukas dieses Spiel gewinnen. Oder wird er zurückliegen? Nicht, um ihn jetzt unter Druck zu setzen oder so, nein. Sehr viele Zuschauer schreiben, dass sie keine YouTube- und keine Twitch-Benachrichtigung bekommen. Ja, die haben sich da abgesprochen, YouTube und Twitch. Die scheißen beide gleich viel rein. Weiß ich nicht, was da los ist. Die kriegen das nicht hin. Alles klar. Sind ja auch nur Marktführer, aber verkacken es beide. Okay, der Gegner eine Minion-Horde. Ich hab auch eine Minion-Horde. Was habt ihr denn für ein Deck, bitte? Ein cooles. Was habt ihr gegen ihre Musketiere? Nichts. Mhm, jetzt wird's interessant. Ja. Was ist denn das für Sound? Das frage ich mich auch. Ich glaube, wir hatten einen Asthmaanfall. Nee, ich habe nur gerade meinen Computer verschoben, damit der näher in Richtung WLAN ist, weil sonst wurde ich... Du hast deinen Computer nicht verschoben, du hast ihn eingeatmet oder so ein Scheiß. Wie hat sich das denn angehört? Echt, das muss ich... Okay, das muss ich mir... Holy shit! Was? Oder war das hat sich angehört, war das? Als ob du jetzt gerade mal was brauchst, womit du besser spielst. Ja, normal. Ja, hier schreibt schon jemand, der zieht Koks.
Scheiße, ich muss hier beim Experten-Duell gewinnen und zieht sie erstmal in die Nase. So hat das echt geklungen. Nice, Flo, wie stark. Ich check euer Deck gar nicht. Ich auch nicht. Was will man denn machen gegen drei Musketiere, Minion-Horde auf einer Seite? Ja, da ist... Flobby braucht jetzt seine Ruhe, der braucht jetzt seine Ruhe. Von der Realität und vom Dienstweg verabschiedet. Meint er nicht gerade, er hat seinen Computer verschoben, damit er bessere Verbindung hat und dann ist er sofort abgekackt? Ich frage mich, warum man seinen Computer verschieben würde, um eine bessere Verbindung zu haben. Der ist ja noch geiler bewandert mit Hardware als ich. Alter, Flobby! Der ist ja richtig krass. Der Junge ist on fleek. Alles klar. Alter Flobby, deine Hardware-Skills? Ja, das ist ja krass. Ich mute mich mal eben und stelle meinen Computer wieder dahin, wo es letztes Mal war, da wo es funktioniert hat. Alter, der ist dauerhaft einfach am Konsumieren und mutet sich die ganze Zeit und disconnected. Na gut. Nice. Flobby mit voller Konzentration dabei. Mercy. Ob jetzt. Ja, gut. Ja, easy, Boys. Easy. Das ist. Das kann auch in die Hose gehen. Wo kann denn das in die Hose gehen? Ja, weiß ich nicht. Wünsche ich mir halt. Wünsche ich mir. Wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, wenn du die Augen zumachst und fest dran glaubst, dann geht's vielleicht sogar in Erfüllung. Hier ist eine Spende, die muss ich vorlesen. Punchinello spielt 10 Euro. Grüße an Martheus, der immer die 10K-Turniere gewinnt. Martheus. Seit wann heiße ich Martheus? Verstehe ich gar nicht. Hast du Martheus nicht mitbekommen? Alles klar. Nee, Flobby, dann müsste der Text anders heißen, aber ich glaube, das weißt du. So, also ich bin jetzt wieder in einer anderen Region meines Hauses. Ja. Alter. Ich hoffe, stark auf jeden Fall. Also eigentlich müsste es jetzt alles wieder normal laufen. Eigentlich, ja. Diese scheiß WLAN, Alter, ich verstehe das nicht. Flobby, du hast ja kein Kabel, Alter. Wir sind hier... Ja, wir haben halt auch irgendwie gefühlt 3 Router im Haus, obwohl das alles eigentlich dasselbe Internet ist. Das ist auf geht's jetzt, komisch. Los! Auf geht's, Pekka, schieß ein Tor, scheiße. Gewinnst du das? Ganz lang geht das Game schon, ne, Pekka? Ja, durch. Okay. Das war schon wieder so ein Deck, da hätte ich, glaube ich, reingeschissen, muss ich sagen. Das wär nichts gewesen. Aber das, okay. Ja. Minion Horde, 3 Musketiere, da hat man fast jeder nur Baby Gen gegen. Gut, Flobby ist wieder dran. Jetzt wir haben alle. Fan dran, schreibt ihr. Ja, jetzt ist Bochum dran. Ja, ich bin dran. Genau. Alles klar. Pekka, Brody Giant, Prinz, dunkler Prinz, Ballon, Spiegel. Ich glaube, wir haben keiner. Jetzt gehen nochmal eine Karte. Das ist solch ein Deck, wovon ich auch oft geredet habe. Die bocken einfach gar nicht. Ich find's geil, weil man hat nichts gegen Luft und ich spiele Ballon. Ja, gut, man hat einen Henker, aber den wird er jetzt wohl kaum den Ballon so aufhalten, dass es effizient ist. Ja, man sieht immer wieder jetzt raus. Zweifelsfall spielt man einfach Ballon und dann hat man gewonnen. Das hat sich gereimt und stimmt auch, ja. Stimmt, ja, ich bin heute der Rhyme-God. Das ist schon der zweite oder dritte. Was habt ihr denn gegen den Ballon? Ja, ein Henker. Ihr könnt mir doch nicht so viel Angst machen und 10 Sekunden nichts sagen. Ich dachte schon wieder, ich bin hier irgendwie weg. Wir haben geredet durchgehend. Echt? Ja, Flobby. Dein Highspeed-Internet ist mal wieder fantastisch. Ja, gut. Flobby, meinst du nicht, du sollst nochmal deinen Computer in eine dritte Position verschieben? Nee, hier. Verschieb den doch mal. Ich bin ja nicht disconnected, also hier müsste es eigentlich funktionieren. Also. Ich bin da zuversichtlich. Ich habe verloren. Wie findest du die Decks, die hier gespielt werden jetzt gerade? Was sagst denn du zu den Prinzen? Welcher Prinz? Ich sehe ja gar keinen. Ach, da ist ein Prinz. Oh nein, wo kommt der Prinz her? Ja, der hat Hex, aber nicht. Normalerweise würdest du jetzt hier im Zweifelsfall den Prinzen ignorieren, aber... Ja, mach ich auch. Ja, stimmt. Ja. Ist ja meine Taktik so. Jetzt sage ich aber und es klappt trotzdem. Na, ist halt durch, die Hexe ist dran, die Skelette, der Packer. Ja, okay. Das war so ein Deck, wo der Ballon einfach immer durchfliegt. Ja, du kannst jetzt mit einem Ballon 3-Crown machen können später, aber ja. Die Bodenturm waren dort auch so stark, man dann hackt. Da hat man auch einen Das sind Games. Was denn? Sag ich jetzt besser nicht. Du musst es sagen. Sag. Ich habe hier eine Packung Salzbrezel liegen und die ist mir gerade vom Schreibtisch gefallen. Leute, ihr seid 24-7 am Fail hier in dem Spiel. Scheiße. Mann. Chef Strobel macht meinen kompletten Greenscreen kaputt. Floppy verschiebt seinen PC und zieht eine Nase. Du zerstörst dein ganzes Zimmer und wirfst überall Salzbrezel hin. Ein bisschen Professionalität müsst ihr schon an den Tag legen. Das war mein Atem, den ihr da gehört habt. Ja gut, das kann ich auch. Ach so. Vor allen Dingen, das sage ich jetzt lieber nicht. Okay, ich bin im nächsten Game. Das Kanonkarren Friedhof Inferno Dragon Prinzessin Deck.
klar. Das ist mir geläufig. Jetzt liegt hier überall Salz rum. Als ob ich nicht schon salzig genug wäre. Damn, nice. Ah, alles klar. So, ich bring mal eine Hexe nach hinten. Salz und Krümel. Ich wollte nur sagen, Liter, Halleluja. Ich wollte nur sagen, ich führe. Ja, weil du angefangen hast. Das zählt nicht. Ja, Ich seh das schon jetzt hier. Das wird jetzt hier gut enden für mich. Der Gegner hat die Peace-Zeichen in seinem Namen. Das kann nur OP sein. Wie mögen wir das wohl am liebsten aufhalten? Das Gute ist halt, die Kanonenkarre kann seine Kanonenkarre die Räder entfernen und dann noch die Hexe killen und tanken. Die Kanonenkarre ist in der Defense echt so viel besser als in der Offensive. Das hat er auch nicht schlecht gemacht. Ich hatte auch ein Deck vorhin, da ging es nur darum, dass die Prinzessin auf dem Feld bleibt. Weil man einfach nichts gegen die Prinzessin hatte. Und dann konnte man Prinzessin im Spiegel spielen und es ging immer nur darum, möglichst viele Prinzessinnen aufzubauen. Mir gefällt das Deck auch gerade, glaube ich, nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie soll ich denn hier einen Friedhof bringen, wenn eine Hexe, Prinzessin und Magier hat? Das beantworte ich dir jetzt besser nicht. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, also da gibt es so verschiedene Art und Weise, wie man dem entgegenwirken kann. Meinst du, was sagst du zu der Kanonenkarre? Gefällt die dir, oder? Der Magier soll sich jetzt... Oh, nee! Also nicht so. Nee. Trifft er den Inferno-Dragon mit? Oh mein Gott. Ah, Max, du solltest deine Mitarbeiter nochmal schulen. Guck dir das an. Guck dir das an, bitte. Turm ist down, weil so ein dummer... Mann, das ist schon wieder so einfach, ey. Ich kann's nicht fassen. Oder? Der Magier kriegt einen Hit. Ich meine, irgendwas hat er ja doch gelernt. Ich überlege hier seit einer halben Stunde, wie ich den Friedhof an den Turm bringe und er bringt einfach einen fucking Inferno-Turm durch. Stark. Inferno-Turm bringt er durch, sagst du? Ja, der Inferno-Turm hat er direkt an meinen Turm connected. Das ging ja früher tatsächlich. Ja, früher ging das. Da kann man in die Ecken vom Gegner setzen irgendwie, ne? Genau, ja. Du konntest deine ganze Map mit Gebäuden zuballern. Also, da gab es dann so ein möglichst effizientes Deck zu. Und dann, wenn du keinen Platz mehr auf deiner Seite hattest, konntest du den Inferno-Turm in seine linke oder rechte Ecke setzen und der hat dann den Turm gemacht. Der macht dich schon wieder komplett fertig, oder nicht? Könnte man jetzt meinen, ne? Aber... Da ist doch schon eine Prinzessin hinten. Wollen wir jetzt nicht aussprechen, nicht direkt so sagen. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Challenge nicht. Hey. Guck dir das an. Der hat mich so zerstört. Es war fast flawless. Ja. Ich verstehe diese Challenge nicht. Muss ich wirklich sagen. Das kann doch nichts werden. Ich muss dich trösten. Ich verstehe sie eigentlich auch nicht. Aber ich hab's nochmal gewonnen. Yeah. Ja, hast du. Ich sag ja, ich höre. Vor allem, wie doll der auch gewonnen hat. Ja, das war echt irgendwie krass. Vor allem, du hast ja, also gut, die eine Kanonenkarre von dir war halt. Gut, die eine Kanonenkarre, ja, gut. Und trotzdem. Eine Magier, aber ansonsten. Okay, Bixby macht das nächste. Zum Glück muss man dreimal verlieren, um hier rauszufliegen. Da ist alles noch offen. Und okay. Comebacks schmecken auch mehr. Jetzt wird's krank. Recalos. Ich habe alles. Du hast einfach alles. Okay. Ich habe alles. Ich habe komplett hier nix. Da bin ich mal gespannt. Oh, das Musketier hat Bock. Die Frage, was er dem entgegensetzt hier. Rötchen Eigenholz. Musketierin, yo, wahrscheinlich. Oh, ärgerlich. Überlebt. Oh, was? Oh, das war so knapp. Ja, kein Grund, sich zu ärgern, Boys. Also bisher sieht es wie ein normales Deck aus. Ja, ne? Du meinst, es ist krank. Ja, meinst das du? Finde ich ja. Das ist ja das Kranke. Ach so, krank normal so. Dass ich einfach alles hab. Also, alles. Ich habe auch einen Lava-Hund noch. Ein Sparky und einen. Oh, das ist das Giant Skeleton Sparky Deck. Labernd habe ich schon gesagt. Er hat mich hier gerade outgedingst, aber ich frage mich, was er gegen das Giant Skeleton machen möchte. Er könnte jetzt höchstens das Sparky bringen, aber er hat eigentlich keine DXC, genau. Das Ding ist halt, die haben den Spiegel. Ja. Der Spiegel wurde ja auch nur reingebracht, weil sonst man theoretisch dem Gegner ja alles nachspielen kann. Oder das verstärkt nochmal diese Individualität. Das mit einem Spiegel auch dem kannst du im Spiegel auch machen, Flobby, das Argument wäre mal richtig scheiße. Nicht, ja, aber ich finde... Ja, jetzt philosophiert er hier rum. Nein, aber die Meta, also das Spiel verändert sich ja, wenn du andere Karten spiegelst, weil du dann verschiedene Karten doppelt hast. Oh, Flobby, wenn der Gegner,
wenn du das Spiel verändert sich, wenn du andere Karten spielst. Wenn du genau dieselben Karten hättest, genau das gleiche, also komplett, auch ohne den Spiegel, und dann dieselbe Anzahl, dann ist es ja komplett das gleiche. Wenn du ein Holzfäller spielst, dann musst du hier, dann hast du ja im Prinzip andere Karten, einen anderen Kartenrhythmus. Ja, nice. Alle Zuschauer sagen, du bist heute besoffen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Oh, daran liegt's meistens. Ja, nee, auch nicht getrunken, außer Wasser. Oh. Yes. Das ist natürlich gesund. Hm? Wow. Ja, ich habe gefrühstückt, ja. Die Aussage war genauso gut wie Flobby. So, warum sieht das hier schon wieder so lässig bei dir aus? Ja, warum führst du überhaupt? Nichts wissen. Spiel ich hier gegen dich, oder was? Ibims, nein, andersrum. Ah, das wird jetzt... Ach, das machst du den Spiegel so einfach. Stimmt, da hat Flobby recht. Ja, stimmt. Wenn ich Spiegel spiele, verändert sich das... Nee, wenn ich andere Karten spiele, verändert sich das Game. Holy ich glaube, wenn ich, noch mal, wenn ich meine Bachelorarbeit schreibe, zitiere ich dich. Sauber, okay, das hast du wieder komplett gewonnen. Ja, wenn man andere Karten spiegelt, verändert sich das Game. Das ist doch eine Weisheit. Mhm. Hier ist so, auch schon mein Game. Jetzt ist Flobby wieder dran. Die Games ging fix. Also eine eindeutige Führung hier von gewissen zwei Personen, die jetzt nicht nennen. Ist ja schon wieder scheiße. Ich kann mir noch nicht immer hier zu Two and a Half Pros, ja, mir meine Gegner rauspicken und einfach Experten nehmen und dann gegen die verkacken. Das ist doch zu low. Du kannst einfach zwei Personen nehmen, sagen, sie wären Pros und dann easy gewinnen. Dann feiern dich alle. Das kann ich machen. Habe ich mit euch gemacht, tatsächlich. Aha. So. Ja. Stimmt. Was? Hat einer von euch den Lightning Cut gesehen? Mhm. Oh, Pancinello, 20 Euro für Floppy, die alte Schnapsnase. Dankeschön. Sehr nett von dir. Oh, nice. Aber die Aussage kann ich definitiv zustimmen. Floppy 20. Das für ein Deck. Wie viel Schaden ist denn das, was du da machst? Gönn dir, Lukas. Hm. Dieses Deck ist irgendwie gar nicht so. Na gut, es hat zwar normale Karten teilweise drin, aber Bahnen, die stören mich irgendwie. Irgendwie machen die auch keinen Sinn. Wie Flächenschaden. So, was würde er gleich bringen? Die Hexe macht ja verdammt viel Flächenschaden. Ja. Aber seine jetzt auch. Aber die ist natürlich schneller down. Ah, okay. Oh, sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Mhm. Was habt ihr denn als Konter fürs Kobold fast? Gar nicht so richtig, ne? Nee, eigentlich nur theoretisch ein Elektromagier. Ah. Oder Barbaren oder Hexe oder ein Leiten. Okay. Ich sag mal, Big Spin ist gemutet. Man hört immer wieder irgendwie so kleine Sounds von Lukas. Gemutet ist er nicht. War gerade gemutet, ja, aber nur weil ich gerade kurz Salzbrezen schnabuliert habe. Ja, mit uns reden ist nicht, ne? Salzbrezeln sind wichtiger. Salzbrezeln, Alter, deswegen ist auch mal so todessalty. Der hat schon wieder so einen scheiß Lightning rüber rausgehauen. Ist der so random? Der ist schon wieder, ich weiß nicht. Der ist irgendwie. Der wirft ein Lightning auf einen Barbar oder auf so eine halbtote Hexe. Der ist sehr casual, sag ich mal. Aber jetzt kommt der OP-Lightning. Pass auf. Bam. Verlierst du deinen Turm? Oh, was war da? Pancinello und für den Loon Lucas. 10 Euro für dich. Jo, vielen Dank. Loon Lucas. Ey, Loon Lucas, wie geht's so? Loon Lucas. Wie schmeckt dir das? Loon Lucas, Flobby. Ich führe. Aber tatsächlich. Ja, ich lieg hinten. Tatsächlich. Aber jetzt muss ich halt gewinnen, sonst wird es wieder richtig ätzend. Das jetzt einmal ein Deck, womit ich umgehen kann. Ach du Scheiße. Also so schlecht wie es gestern lief. Kurz vorlesen, nach 46 Jahren weiß Flobby auch mal, dass man mit dem Ebus das Kobold fast countert. Stimmt, das ist für ihn noch recht neu. Hashtag Throwback. Tja, leider, das stimmt das sogar.
Toller Bowler, super. Oh, nur so, zack, Alter, die ist... Oh. Zack. Max, du die hättest auch ein Fire Spirit weniger auf den Minipacker springen lassen können. Könnte ich. Weil einer immer vom Turm getötet wird. Ja. Alter, Double Inferno Dragon. Wow. Da schreibt er nur wow. Da schreibt er nur wow, der ist einfach beeindruckt. Zack. So. Double Dragon Lava Hund haben wir halt echt, ne? Das ist schon sick. Inferno Dragon, hau doch mal rein. Also wäre dein Placement vom Baby Dragon anders gewesen, wenn der Gegner nicht Flächenschaden hätte rauskriegen können, dann wäre der Baby Dragon jetzt tot. Ja, ne? Aber, oh, aber scheiße. Eieiei, Max. Scheiße. Was sagt man dazu? Na gut, ich habe den Lava Hund benutzt, um Baby Dragon Fire Spirits abzuwehren. Und dadurch hat er so einen halbtoten Inferno Dragon. Ja, und der Inferno Dragon ist ja nicht auch down, also. Ja, ist schon auch noch okay. Was ist denn das für ein Deck? Also man hat Bowler gegen eine Riese. Ja, der macht noch einen Giant, das ist halt so richtig strange. Man hat halt komplett die Counter gegenseitig. Ja. Inferno Dragon Minipacker gegen Riese, Bowler gegen Minipacker, Inferno Dragon gegen Lava, das ist ja alles irgendwie so. Nice, Bowler bleibt meiner Hälfte. Oh, das ist richtig gut. Er spiegelt die Baby Dragon, ich spiegel. Die einzige Random Card ist der Baby Dragon, weil Flächenschaden braucht man hier überhaupt nicht. Giant geht noch nice. Giant das ist halt schon schade, was er da macht, ne? Er ist halt das reinste Single-Target-Deck. Naja, und Flächenschaden. Persönlich echt nicht so nice, was er da gerade macht. Aber ja, ich meine, das ist das reinste. Das Deck, so, wo man am ehesten Single-Target-Damage braucht, weil man hat ja keine Flächeneinheiten so. Wir werden auch komplett zerstört vom Inferno-Dragon, man hat ja nichts. Ja. Das wäre jetzt in diesem Matchup so eine Karte, die ich einfach immer spiegeln würde, weil die einfach in der Defense mit Abstand beste ist. Da kommt jetzt ein Giant und ein Lava-Hund. Ja, also gegen das Deck, was der Gegner hat, er hätte nur Tank-Einheiten und nichts, ja, außer der Ferndrache selbst kann deinen Ferndrachen zur Gefahr werden. Also was ich mich halt frage generell bei dieser Challenge ist, warum bringen sie eine Mirror-Challenge raus, wo man beide ein random Deck gegeneinander spielen müssen und dann bringen sie aber noch Decks raus, die komplett überhaupt keinen Sinn machen. Warum, man kann doch auch zum Beispiel Lock Bait Spiegel Matchup spielen. Warum das nicht? Das wäre doch auch sehr interessant. Das stimmt. Ja, weil du es erstens für die Casual Player attraktiver machen willst, sag ich mal, und mehr Fun einbringen willst. Ich meine, du siehst ja auch, die Decks siehst du ja im alltäglichen Raum, sag ich mal, und dann unterscheidet das im Prinzip ja nichts von einem Leather Mirror mit. Und hier ist dann halt die Innovationsfähigkeit gefragt, ne? Also wie gehst du mit diesem Deck um? Erkennst du, wie du gewinnen kannst? Erkennst du, was der Gegner machen muss? Ja. Du hast recht. So, jetzt. Locke 177, 10 Euro. Flobby soll sich ein WLAN-Kabel kaufen. Wahrscheinlich gut. Ein WLAN-Kabel, oder? Ein WLAN-Kabel. Ich habe hier zufällig keinen LAN-Anschluss ein in Kabel, meinem Zimmer. Kabel. Also ist das nicht möglich? Das ist echt. Also, für 2017 keinen LAN-Kabel-Anschluss im eigenen Zimmer zu haben, das ist schon. Doch, ich habe einen Anschluss, aber wir können nur vom WLAN-Router aus zwei LAN-Anschlüsse benutzen. Und die zwei LAN-Anschlüsse sind schon in Benutzung. Was habt ihr denn für einen WLAN-Router? Die neueste Fritzbox, glaube ich. Toll. Mit zwei Anschlüssen? das ist definitiv die neueste. Wurde das richtig verarscht? Ich glaube, das Ding ist von 1 und 1. Nee, achso, das war. Aber stimmt. Nee, wir hatten vorher aber eine ältere Version. Jetzt haben wir eine neue. Jetzt könnte vielleicht ein LAN-Anschluss sogar Sinn machen. Jetzt geht's hier interessant für euch weiter. Casejoy, 25 Euro. Jeweils ein 10er für Flop Spin. Und den 5er für dich, dankeschön. Alles klar. Vielen Dank. Ich heiße Flopspin. Ich heiße überhaupt nicht Flopspin. Dann. Steht jeweils Flobby. Flobby Lover spendet 10 Euro, dass Big Spin etwas zu essen leisten kann. Bin lieb, Ausrufezeichen. Ja, ich habe mich gerade schon echt schlecht gefühlt, weil ich ja vom Boden gegessen habe. Die Salzbrezeln. Diese sinnvollen Spenden aktuell. Ja, aber vielen Dank. Salzbrezeln vom Boden, das kann auf jeden Fall gebrauchen. Ja, das. Luca 3, 2 Euro, Flobby gönnt. Flobby, what the fuck, sind wir hier im Osten? Flobby, gönn dir noch eine Line. Okay, doch, das schreiben wir auf. Ich gönne eine Line, jo. So. Alter, kommen ja hier ganz schön Spenden rein, ne? Leute. Ja, das ist nice. Lukas, willst du eigentlich mal ein Game suchen? Ja, ich suche jetzt nach einem Game hier. Ich mach meine Crown Chest auf. Zeigen, wer hier überhaupt der Herr im Haus ist. Oh Gott, was ist das denn? Okay, jetzt wird's random. Jetzt bin ich gespannt. Das jetzt, also
Die Decks haben bei mir jetzt bisher immer Züge gehabt von normalen Decks, so Ansätze, aber nur im ganz groben. Und ja. Ah, das Deck, normal. Ich kenne das. Das ist das Main-Deck von Chef Strobel. Oh Gott, du armer Alter. Cool, habt ihr keinen Zauber? Habt ihr keinen Zauber? Nein. Alter, guck mal, er setzt jetzt wie so der dümmste Mensch der Welt, setzt er da hinten seine Kobold-Hütten. Was tut er da, Digga? Und wird dafür nicht bestraft. Leute. Das gerade echt gemacht? Er wollte die Hütte killen. Er spiegelt die Hütten und dann will er meine Hütte killen. Denkt er, er wird durch Hütten? Der ist gut. Also bei Chef war das so, dass er durch Hütten gewonnen hat. Der hat am Ende 4 Hütten gehabt und dadurch gewonnen. Das klingt ja nach richtig Skill. Ja. Klingt definitiv danach, dass Chef einen Plan hatte, was er da tut. Was mache ich denn jetzt eigentlich gegen den Riesen? Ja. Kann mir das mal wer erzählen, bitte? Oh, okay. Du hast noch eine Luft. Na? Das heißt nicht ganz, so. Ganz, ganz fuchsige Fuchse würden jetzt sagen, ja. Eine Luftmaschine. Die holt ja die Speargoblins vom Feinsten weg. Ja. Muss man schon sagen. Zwei Hits vom Kobold. OP, diese Karte. Bowler trifft die Skeleton Army nicht. Aber ja, dafür Bowler jetzt ordentlich. Ja, Bowler hat ein bisschen zu sehr von seinem Hautfarbgebenden Trank. Oh Gott, das gespiegelte Kobold, das ist ja so krank. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn er jetzt gut ist, wird er irgendwas machen, um mich unter Druck zu setzen. Ist er doch nicht. Ihr kriegt doch immer die Pfeifen. Wir kriegen immer die Pfeifen. Die kann ich jetzt halt... Bobby, guck mal. Oh, WLAN-Leck, ja. Leck. No joke, ich hatte ein Leck. Das ist kein Witz. Mein WLAN ist in der letzten Zeit total am Absacken. Ja, bei mir ist es gar nicht so. Also bei mir läuft das so perfekt. Ihr merkt das ja im TS. Wir merken das in Teamspeak. Er lässt den Elektromagier durchlaufen. Wir spielen so defensive Decks und er lässt ihn einfach komplett durchlaufen. Also Lukas, du hast das jetzt auch manchmal, oder wie? Dass du so kleine Lecks hast, oder? Das habe ich regelmäßig, ja, aber schon seit längerem. Das ist echt nervig, Mann. Ja. Jetzt passt auf, was passiert. Oh, das wollte... Was? Der hat mir meine Taktik zuvor gekommen. Bitte. Würdest du vielleicht sagen, er hat sie dir nachgemacht? Ja, nee, er ist mir... Ja, im Prinzip hat er sie mir... Oder hat er sie vorgemacht? Vorher nachgemacht, sozusagen. Vorher nachgemacht. Boah, der Riese war ja richtig scheiße. Ja, der Riese ist overpowered. Alter. Also, da kriegt er einen nicht schlecht. Ich glaube, das ist well played im Englischen. Ja. Das war halt... Also das verstehe ich echt nicht. Dieser Riese war echt so, ich glaube, manche Dinge muss man einfach schlecht. Nicht verstehen. Man darf sie aber wohl wenigstens hinterfragen. Wenn man sie einfach so hinnimmt, wie sie sind. Habt ihr eigentlich überhaupt einen Zauber? Nein. Ich glaube, der hat keinen Zauber. Ich habe einen Koboldfass. Manche Leute zählen das als Zauber. Zum Beispiel. Ja, guck mal, das ist doch so, das ist so typisch. Das ist so typisch Big Spin einfach. Das ist einfach so sinnlose... Wie heißt das Ding denn? Flugmaschine? Ich nenne das immer Luftkarre oder Luftmaschine. Das oder heißt Flugmaschine. Flugmaschine. In meinem ersten Instagram-Post zu dem Ding habe ich es erstmal schon Kanonenkarre genannt. Das ist halt sehr typisch wieder von dir. Man kann es auch Flugfloggy nennen. Also wegen Maschine als Ausgleich. Auf jeden Fall dieses Gerät. Oh mein Gott, Flobby, der Gerät verbindet einfach super schnell am Turm. Wieder nur bei dir, obwohl da 1000 Skelette waren. Hast du gewonnen? Ich verbinde dreimal schneller als vorher wieder. Oh, nice. Ich bin dran. Genau. Du bist dran. Ja, ich hab Bock. Bist du denn da? Wie stehst du? Ich stehe 3-0. Ja. Ich hab hier so ein Deck. Hattest du das? Ich glaube, das ist genau das, was Max gerade vorhin hatte. Ich hatte noch nie einen Grabstein in meinem Leben gespielt, tut mir leid. Nee, aber außer den Grabstein. Wirklich? Nee, doch nicht. Komm, gib Ruhe. Nein, bitte nicht. Oh! Holy shit! Das war okay. Not bad. Das war okay? Ich muss auch zugeben, wenn man zerstört wurde. Ah, der ist geslowt. Ein bisschen finessed. Oh. Kommt der an? Das war nicht so gut, aber das Elixier war so langsam. Das ist eine innovative Ausrede tatsächlich. Das Elixier war so langsam. Was ist das denn für ein Grabstein, bitte? Mein Minipicker hätte sein gekillt und dann hätte mein Minipicker seinen Prozessen gekillt und er hätte noch was einsetzen müssen. Oder ich hätte mit seinem Turm bekommen. Ist das gut, den Grabstein hinzusetzen, dass die Flugmaschine den außerhalb der Turmreichweite bekommt? Und ich eher nicht, aber ich wollte es einfach mal machen. Mhm. Nein! Oh mein was? Gott, wie lucky bist du bitte? What the... Ihr lackt euch hier ein bisschen durch. Ja? Ja?
Da sagt er einfach ihr. Ich glaube, du hast den Artikel verwechselt. Nee, nee, das ist schon deine letzte Flugmaschine da an den Turm, die kann ich noch nicht so sitzen lassen. Wobei, der geht natürlich wieder... Ja gut, ich sag mal, man könnte natürlich jetzt anführen, mein Turm hatte 500 HP. Ja, okay. Wenn bei dir das Game fast flawless verloren geht, kann man nicht sagen, dass du dich Unglück verloren hast. Also ich glaube, mein Gegner weiß... Scheiße, ja, gut. Den muss ich dir echt mal lassen. Ich glaube, mein Gegner weiß tatsächlich nicht, dass ein Eisgolem keine Prinzessin killt. Oh, ja, ich glaube, ich weiß du auch Du weißt nicht. Wahrscheinlich nicht, dass die Flugmaschine doch ein bisschen Reichweite hat. Gesicht. Das macht Big Spin noch. Gespiegelte Luftmaschine. Wer ist der Big Spin? Bin ich Luftmaschine, wie Maxi nennt. Ja, Flugmaschine klingt halt so richtig dumm. Es ist einfach eine Maschine, die fliegt und dann nennst du das Ding Flugmaschine. Wie unkreativ ist das denn? Meinst du, Luftmaschine ist schlau? Das ist immer, ja, aber nee, ist alles scheiße. Warum denn eine Maschine? Da sind die Viecher wieder am Turm. Aber das macht er gut. Das macht also seine Tornados, die muss man ihm lassen. Ja, Problem ist, dass es trotzdem fast... Oh, geiler Grabstein. Weil so schön war der gar nicht in der Mitte. Oh, ein Skelett. Oh, die Prinzessin. Jetzt kommt's. Nein. Was, toll, denkt er sich, ich taue noch einen Tank vor, bringt einen Scheiß. Genau denselben Fehler, wie wer auch immer das von euch war. Ah ne, das war bei dir mit den Fellen und Babydrag. Junge, kann sich mal Namen merken. Und es ist schon wieder diese Maschine am Turm. Genau wie bei Big Spin. Und so endet es dann. Eine Maschine. Bei, gleich, genau. Déjà-vu, 100%. Oh, Lobby. Ja, ich hab Hunger, deswegen... Ich bin dran. Ich lieg noch hinten, aber wenn ich jetzt comebacke, bin ich ein Held. Wenn du comebackst. Hm. Oh, ich hab das Deck nicht gesehen. Ist gut. Oh, oh. Was für eine Barbarin. Beschwer dich bitte. Im Laufe des Tages bitte nicht mehr über deine Gegner. Der Minion Split, der war natürlich auch ganz schön geil. Alter. Ja. Diese Barbarenhütte war scheiße. Ah, der Gegner gefällt mir, der hat was. Der hat das gewisse Flair, was ich jetzt hier in der Challenge brauche. Ich finde, der Gegner, der hat das gewisse etwas. Max, was habt ihr denn noch so für Karten? Lavahund. Ich habe in jedem Scheiß-Game Lavahund und Riese. Das nervt. Hä? Er kriegt einfach einen Free-Win. Er kauft das ist kein Free-Win. Er kauft sich Das war ein perfekt gesplittete Minions. Er gibt auf. Der hat genau gesehen nach dem Zug, dass er das nicht mehr reißen kann. Das ist ohne Witz so lächerlich. Ja. Lächerlich oder berechtigt? Oh Gott. Ich finde schon, nein, dass Max, ich mir das jetzt diesen... Ich finde schon, dass das ein bisschen... Muss ich auch mal jetzt Glück haben, ne? Ja, guck, der ist nicht AFK. Der ist nicht AFK. Da bringt zwei Prinzessinnen an, als es schon vorbei ist. Hier schreibt jemand... Hier schreibt einer, wenn Lack zum Skill das wollte ich auch zitieren. Wenn Lack zum Skill wird. Ja. Genau da. Alles so. Klar. Same moment. Wir gehen ins nächste. Big Spin ist dran. Ich hab mein Deck weggeklickt. Scheiße. Was hast du? Dein Deck weggeklickt? Oh, das ist schwach. Ich dachte gerade, du hättest Internet-Lags oder so. Schade. Bin ich blöd. Spielst gegen eine Tomate, Alter. Was will er machen? Tomate 111. Dollar Palooza. Wir lachen. Yeah. Wir lachen und der macht dich jetzt hier gleich weg. Macht mich weg. Er macht einfach das Gleiche. Copy and Paste. Das war immer so ein... Oh, der Charge. Aber du hast... Floppy and Paste außerhalb von Microsoft. Floppy and Paste, okay. Oh, dang. Paste, wow. Aha. Oh, Flächenschaden. Auf den Dark Ritter kurzzeitig und den Baby. Auf den Dark Ritter. Das ist der Dark Ritter, Leute. Dark Ritter, let's go. Das habe ich nicht gesagt, oder? Der Dark Ritter. Wir sind der hier Dark, Ritter. Dark Ritter. Hat der Dark Ritter echt gerade keinen Hit auf die Banditen so gut wie Black. Ja, hat er nicht. Das sah richtig komisch aus. Das war richtig komisch. Ja, ja. Keinen Schaden gemacht. Nach dem Schaden. Was? Lol. Naja. Gut für dich. Naja. Ja, ich weiß, aber was war das? Lol. Das ist die Frage. Das ist der Banditinnen Bugfix, den. Aber das war wieder ein Bug. Max kauft sich die Gegner, Big Spin kauft sich extra Hex. Extra Hex. Und du kaufst dir nicht mehr neues WLAN. Oh. Ja, heute sitzen die Shots. Mhm.
Aber Flori lädt auch ein, wenn er sowas Dummes sagt wie Dark Ritter. Ja, gute Redung, wenn du. Wenn du so sehr, what? Was ist denn in einem Wort eine Redewendung? Ich meine, das ist eine Rede-Einbahnstraße. Der Darkness läuft einfach. Bam. Es ist doch wieder so typisch. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass das hier völlig. Ich habe ihn einfach outcycled. Kappa. Mhm. Ich weiß nicht, was ich outcycled habe, aber. Sein Turm hast du outcycled. Ja, Leute. Und dazu, meint ihr, der Turm gefällt ihm? Oh, jetzt gibt's hier aber nochmal Stress. Jetzt? Gibt's ja tatsächlich nochmal Stress, das macht er gut. Darkprince haut rein, nice. Aber Leute, wir haben hier einen Baby Dragon, der hat bei der, keine Ahnung, er hat bei den Navy Seals gelernt, der weiß, wie man snipet. Der hat gerade komplett den gesamten Friedhof gekillt. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Er hat es aber echt fast geschafft, den verdammten Dark Ritter mit dem Tornado wegzuziehen. Dark Ritter? Dark Ritter ist schon wieder da. Dass der, das ist jetzt sein Markenzeichen, der Dark Ritter. Dass der wegläuft. 26 Sekunden noch. Oh Gott, das hat er, da hat er mich gut ge... Nee. Alter Besen, wenn er das jetzt schafft, ne? Alter? Hallo, ich setz Tornado, Internet! Mein Internet macht nichts! Ich beruhig dich, Internet! Erkan. Bitte! Ich hab den für 3 Sekunden gesetzt! Hat sich gedacht, nope! Ganz ruhig, es reicht! Nee, nix ganz reicht nicht, komm schon, wir glauben ganz fest an den Gegner. Oh, schade. Alter, lächerlich, was ist denn beim WLAN los? Ja. Ich muss jetzt auf dem Handy mit 3G spielen. Seit wann sind wir eigentlich so gut in der Challenge? Also, wir stehen jetzt 4-0, 3-1, 4-0, was oder? Was geht ab? Das ist echt gut. Floppy, nächstes Game. Oh. OVX spendet 40 Euro für jeden 13,33 Euro. Den Rest ihr euch aufteilen. Wow. Vielen Dank. Danke. Das ist ziemlich nice. Das schreiben wir auf. Da kam, glaube ich, noch was rein. Leute, ihr seid ja gestern 10 Stunden Stream. Da, ja, okay. Heute wieder Experten eingeladen, da regnen die Spenden hier rein. Danke, Leute. Ja, ich hatte gerade kurz irgendwie, keine Ahnung, was das war, wurde für mich auch was gespendet. Oder? Ja, 13,33 von OVX. Okay, für alle von uns. Okay, Alter, krass. Vielen Dank. Das ist echt sehr geil, danke. Seit wann sind wir echt so gut in der Challenge? 4-0, 3-1. Die Frage würde ich umwerfen, seit wann bist du so gut in der Challenge? Hatten wir schon Keystroid 10 Euro für Floppys WLAN-Kabel? Ja, hatten wir schon. Das waren 2 verschiedene doch. Ja, genau. Ich wollte ich auch gerade sagen. Also Locke hatte einmal und dann... Ja, Locke und Keystroy ist nochmal ein anderer. Nochmal 10 für Flobby, wird aufgeschrieben. Alles klar. Dankeschön. Sehr, sehr nett. So. Ja, heute geht's ja wieder los. Ist du den Henker da eigentlich nice? Also ich fand meinen gespiegelt mega, dass der trotzdem den Splash... Ja, der war nice, weil der hat viel gemacht. Der Tom hat nämlich immer noch genau 2534 HP. Ja, der hat trotzdem den Flächenschaden bekommen von seinem Megaritter. Das war echt stark. Ja. So, jetzt wollen wir mal ein OP-Dark Ritter sehen. Du hast... was ist jetzt ein Dark Ritter? Oh mein Gott. Flori, du bist heute einfach... Ja, Flori. Du musst uns kurz was erklären. Das ist höchstens ein Dark Ritter, aber kein Dark Ritter. Fail. Alter Scheiße. Du liegst richtig übel hinten, Mann. Ja, danke. Sehe ich auch erst jetzt gerade. Aber das, regel ich alles noch. Mhm. Mein Henker hatte gerade kurz Lust, mir nach hinten zu schauen. Okay. Irgendeine Karte ist im Mirror-Matchup immer richtig OP. Wo der Gegner keine Antworten drauf hat in der Defense. Welche ist das in diesem Matchup? Ich würde fast sagen, der Mega-Ritter, wobei man halt Barbaren hat, mit dem man den theoretisch surrounden könnte. Barbaren, okay. Barbaren als Hardcounter? Definitiv sind es Barbaren, weil die nee, nicht als Hardcounter. Ich meine nur theoretisch. Theoretisch, ja. Hat man da nicht. Jawoll. Alter. Hat mich jetzt überrascht, dass die Dark Gods so überlebt haben und nicht gestorben sind. Weil ich die Interaktion der Flugmaschine noch nicht so wirklich kenne. Bitte hallo, springen. Setz was. Oh, nee. Ja? Ich bin nee. Die ganze Zeit was ist denn das? Aus der Defensive heraus und dann schafft sein Gegner irgendwie so zu verkacken, dass Flori es trotzdem noch holt. Also was heißt holt, aber es sieht bisher schon nicht so schlecht für ihn aus. Boah, in der Luft noch. Ja, ein Mid-Air. Ah. Mhm.
Aber immerhin, Flori liegt immer noch hinten. Das ist, was zählt. Oh, und die Maschine ist am Turm. Die ist so krank. Ich bin nicht am Turm, Max. Flori, bis hör auf. Oh mein Gott. Jetzt ist der Turm. Der trifft jetzt. Ja. Jetzt ist er am Turm, wegen dem Zurückgeschiebe. Wach. Oh, neuer Fokus, nice. Dieser Dartgoblin, der räumt immer so auf. Das ist wenn der Baby Dragon, jawohl. Nice. Schon. Jetzt wird auch ganz schnell die Flugmaschine beseitigt. Eieiei. Nee. Ja, der Henker war ja für den Arsch. Da hast du was zugebucht. Stopp. Nee. Das ist jetzt aber viel zu. Was tut denn der Dartgoblin? Lol. Sich noch lol. Mal das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Und er setzt da selber nichts gegen Megaritter. Das ist nicht. Nee. Da sage ich nichts zu. Was? So wir das hier nicht. Was war denn gerade mit dem Dartgoblin? Der ist ja komplett nach hinten gebackt. Der hat den das dreimal im Kreis gedreht und ist um ihn rumgelaufen und so ein Scheiß. Sag ich nichts zu. Puh, okay, hol das nächste Game rein. Ihr habt ja noch gar kein Spiel verloren, Mann. So. Ja. So, okay. Mann, das sind wir immer so richtig scheiße. Ich letztes oh mein Mal Gott. Eine guck Kohle dir mein Deck an. 18.000. Warte, ich werde gleich gucken. Ich freue mich schon. Ich auch. Bei der Ankündigung. Oh, ich sehe sehr viele Karten. Boah, lol, was ist das denn? Alter, das wird heftig. Boah. Oh mein Gott. Goblin. Ja, Max, Frage. Goblin Spam, okay. Ja, Goblin Spam. Definitiv Goblin Spam. Ja. Goblin Spam, ja. Habt ihr zufällig noch einen Heal, Max? Mhm. Dann kann ich das Deck. Du musst. Das ist OP in dem Deck. Nein, Max, stopp, Flobby. Flobby. Ach, lol, ups, oh Gott. Ich wollte ihm gerade echt einen Tipp geben. Ja. Ich wollte ihm gerade echt einen Tipp geben. Lol. Das Ding heißt tatsächlich hier, was wir hier machen. Jeder gegen jeden und nicht jeder für jeden. Flobby für alle. Jeder für jeden, das ist die neue Challenge. Ja. Okay. Ich feuer dich immerhin an. Ich will Minions und Minion Hodel in der richtigen Situation hochheilen, weil er keinen Flächenschaden hat. Das ist mein Ziel. So, da habe ich noch so eine Idee. Lol. Das war ja so schlecht. Jetzt kannst du gleich einen Ballon. Nee, bring keinen Ballon. Das zählt nicht. Das muss jetzt Flobbys Turm hinzugerechnet werden. Oh, der Heal. Minion überlebt. Ballon ist mit dran. Hier noch zwei Hit raus. Fantastisch. Ach, das war unfair. Dart Goblin. Sorry, Lukas. LV lächerlich. Der spielt schon echt schlecht, muss ich sagen. Das aber gefällt mir aber irgendwie. Mir gefällt sein Spielstil sehr. Diese Decks auch immer. Wobei dieses Deck fast sogar noch so ein bisschen Sinn macht, weil man immerhin was gegen den Ballon hat. Aber allgemein finde ich, gibt es so einen Zaubermangel in den Decks. Ja, das ist halt auch das Nervige. Ich sehe die schöne Lakaienhorde kommen. Komm schon, ja, fantastisch. Oh mein Heilzauber. Gott. So eine Niete. Oh, Alter, Lukas, hast du es gesehen? Ja, ja. Sag ich aber nichts zu. Nicht mal der Bomben-Damage am Tower. Alter, die Heal-Spells, da kann er halt nicht mithalten. Die sind von einem anderen Level. Aua. Aua, aua, aua. Der gespiegelte Heilzauber heilt ja nochmal richtig rein. Ja, 3 Crown. 3-0, ja, kein Problem. Seit wann sind wir gut in der Challenge, verstehe ich nicht. Nee, die Gegner sind auf einmal manchmal. Das sind nicht die gleichen Gegner wie von gestern. Alles klar. Gestern haben die mich. Ich kam nicht drauf klar gestern. Okay, nee, wer ist dran? Oh, Bix bin schon dran. Was hast du für ein Deck? Ich hab 4 Tanks. 4 Tanks? Lass mich raten. Ja. Hacker, Golem. Geht los. Royal Giant. Ich hab schon wieder vergessen, was der vierte ist. Also ich hab Mega Ritter, Golem, Royal Giant und noch irgendeine. Ich glaube, es ist Packer. Alter, was? Der Packer ist denn ja. Brauche mich gar nicht irgendwas zu setzen, ehrlich gesagt. Ich spiele mir jetzt erstmal alles nach mit Bieter und Zackig. Das denke ich mir auch immer. Warum kriege ich nicht so ein Deck? Ja, das wäre unfair. Das wäre cool. Du hast den Friedhof gekriegt. Bixbin kriegt den Golem. Ich dachte, der macht jetzt irgend so einen Fehler. Irgendeinen Riesenfehler macht er gleich und dann gewinne ich. Bring jetzt ein Riesenfehler, er spielt den Riesen. Du hast keinen Picker. Ich habe das Deck auch schon gespielt. Er hat keinen Riesen. Das wäre aber ein Riesenfehler. Oh, Max. Oh, bitte. Was tust du? Wir bringen diesen Stream auf einen. Ja, intellektuelles Niveau, das ist unglaublich. Das ist gut. Er hat
mehr Alter, Schaden wenn gemacht als du. In seinen Henker reinspringen. Easy. Let's go. Oh. Was sagt man dazu, Boss? Hast du gesappt? Nee, er hat gesappt. Oh, God damn it. Elixir. Zwei Elixir Waste. Pass auf, er muss jetzt hier einen Packer setzen. Von daher kann ich jetzt einfach hier einen Packer setzen. Oder er setzt da keinen Packer und bekommt unendlich viel Schaden. Ist mir eigentlich egal. Oh, der Henker trifft sogar noch. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Guck dir den Henker an. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Oh, der Packer. Jo, der Henker. Leute. Ah, ich werde jetzt nichts sagen, ne? Aber irgendwo hat das so Bixman schon verdient. Dieses Geräusch. Ja, ich weiß nicht. Was hast du noch für drei Karten? Ach so, den gibt's auch noch. Aber jetzt hast du keinen Packer. Richtig. Der gespiegelte Ritter. Ja, Max. Floppy würde ihn jetzt den Dark Ritter nennen. Das ist der Elite Ritter, wenn ich bitten darf. Pass auf, was jetzt kommt. Der Elite Henker. Alles trifft mal wieder absnipen. Also nein, der trifft schon wieder den Turm. Der trifft schon wieder den Turm. Jungs und Mädels, ich sag euch was. Das ist die Combo aus Executioner in der Vorbereitung und Golem in der Perfektion. Aber jetzt fällt er. Jetzt trifft er nicht mehr, jetzt fällt er rein. Ja, rede ruhig weiter, Bigspin. Jetzt ist das. Da, Hilfe, Umleitung. Oh mein Gott, das war so glücklich vom Gegner. Das war nicht mal mit Absicht. Das war so. Der spielt so pass schlecht auf jetzt, eigentlich. Pass auf, was passiert. Kommt der Ritter Surround. Alter, nice, Surround. Super gespielt. da rollst du dann nur. Zauber, du musst. Na gut, egal. Der Royal Giant kriegt jetzt den Turm 1 zu 1, so viel steht fest. Ja, Max, was ab. Der Royal Giant kriegt den Turm, ja. Na gut, dann. Sieht so aus, als wär's. Ja, okay. Easy. Vielleicht 3 Crown der nochmal. Ja, genau. Sieht ganz danach aus. Oh, das war knapp. Holy shit, mein Turm hat noch. Oh. Alter, war das. Alter, das war richtig close. Krass, dass das hier live im Stream passiert. Der Turm hat nur noch 2700 AP. Ja, ich hab Gegner. Ihr müsst jetzt aber auch mal verlieren, sonst. Ach du Scheiße. Das ist ja das reinste Spam-Deck. Ich hab Skelett-Dingsbums, also den Grabstein. Und Kobold-Gang. Und ein Baby-Dragon, der konnte natürlich vor. Auch noch die Guards, Alter. Wie viele. Oh, das Deck kenne ich, glaube ich. Echt? Ja, da habe ich gegen verloren. Mir soll es so anders sein. Ich guck mal bitte ganz schnell. Was ist denn das für ein Angriff? Auf dem Papier kein guter, aber in der Praxis 2 Skeleton-Hits. Der Mini-Pack hat, glaube ich, richtig Bock auf das Matchup gegen Grabstein, Guard, Skelette und Goblin Gang. Ja, ich glaube, der Mini-Pack hat echt Probleme. Ups. Da hat's geklopft. Herein. Ich habe nur mein Tischbein gehauen. Alter, könnt ihr nicht einfach ruhig sitzen, ohne Salzbrezeln im Zimmer zu verstreuen und irgendwelche PCs hin und her zu schieben und Greenscreens abzureißen? Nope, sorry, nicht möglich. Ja, dann mach ruhig weiter. Danke, Poli. Ihr habt nur einen Baby Dragon als Flächenschaden. Hast du richtig bemerkt. Mhm. Alter, Mini-Pack hat richtig Bock auf das Matchup. Alter, geil. Der Mini-Pack hat direkt danach die Version. Und wir haben sogar noch eine Karte, die noch gar nicht gezeigt wurde. Dark Mine Legend, 30 Euro, 15 für Floppy, 15 für Big Draw. Vielen Dank. Vielen Dank. Job und ich bin gemeint. Sehr nice, vielen Dank. Echt? Lass dich natürlich heute nicht bestätigen. Du bist gemein mit Big Draw. Alles klar. Was mache ich denn jetzt? Weißt du, ich würde es Big Loose heißen. Wie spielt ihr bei Baron, wenn du sagst, ist es? Ja, dieses. Oh mein Gott, er spielt den Baby-Dragon nicht in der Leine. Leine. In der Leine! In der Leine. Hannover an der Leine. Der Mini-Picker läuft davor, ich werde wahnsinnig. Und er kriegt ihn nicht mehr raus. Ich glaube es nicht. Ist es gerade echt so, dass die Spear-Golems den Baby-Dragon töten? Ja. Das ist ein bisschen low. Der Mini-Picker hat immer noch Bock aufs Matchup. Alter, was ist denn mit meinem Barbarenhütten los? Steckst du da jetzt echt die Barbarenhütten bis zum. Ja, ich stick die jetzt hoch. Jetzt kommt wenigstens der Baby-Dragon auf der richtigen Seite. Alter, 4 Barbaren-Armeen, was ist das? Barbaren-Armee. Barbaren-Armeen. Ja, 2er-Dinger, Bumster. Mhm.
Immer zwei auf einmal, deswegen vier Zweierpaare. Also insgesamt ist es natürlich geil, die Barbaren zu spiegeln, aber so Baby Jane Spiegel. Er hat halt gefailt. Er hat halt gefailt. Er hat halt die gesplittet immer so. Er spielt immer nur so eine. Ja, du setzt jetzt gerade echt die Guards noch in den Baby Jane rein. Ich weiß nicht, wer hier viel gefailt hat. Ich muss überlegen, ob mein iPad das grafisch noch packt. Ja. Stimmt. Was wird denn hier gespielt? Alter, was geht denn da ab, Mann? Mhm. Aber irgendwie komme ich nicht durch. Irgendwie so richtig an. Du bist voll in deiner Hälfte, aber du kommst so richtig an den Turm, kommst du irgendwie nicht. Alter, die Spear Goblins killen schon. Die Spear Goblins killen echt den Baby Dragon in seiner eigenen Hälfte. Das ist ein bisschen heftig. Wurden die gebufft? Alter, was ist das denn? Was ist das, Alter? Jetzt hör mal auf. Langsam musst du auch mal loslassen. Das Unentschieden akzeptieren. Also, es erinnert mich an die. Oh, der Baby Dragon war ganz schwach. Es erinnert mich an die vier Hexen. Ja, irgendwie hat was davon, ja. Alter, Hilfe, was geht denn ab, Mann? Hilfe, was ist denn das? Ullala. Alter. Das ist aber. Ja, okay, jetzt. Das ist jetzt RIP. Wer hat gewonnen, ja? Alter, ich bin der King of Spawner. Ich kann es so fassen. Jedes Mal, wenn ich eine Barbarenhütte spawn, werde ich bestraft, weil die dann doppelt Schweinereiter reinschicken. Und ja, ihr habt einfach nur fucking Guards und sowas. Na toll. Ein Baby-Ding, aber der macht halt irgendwann auch nicht mehr so viel. Okay. Den Spielkopf jetzt ein Kill. Hast du gewonnen? 5-0 stehst du jetzt, ja? Ja, like a driving in his first video. Wo du noch die Guards hütten gespammt hast. Dann. Ja, 4-1. 4-1 bin ich. 5-1 muss drin sein. Schon wieder ein Sparky-Friedhof-Deck. Wir stehen echt 6-0 für den Trimax 4-1. In das first video kannst du aber nicht sein, weil du gerade innerhalb von 5 Minuten mindestens ein Wort gesagt hast. Stimmt. Was mache ich jetzt? Ich sage, er spielt einen Miner. Scheiße, der spielt keinen Miner. Da spielt er einen Miner? Ja, ich meine, das ist ja nicht schlecht. Gespiegelte Skelette und dann Eisgeist. Das ist gut, das ist echt schön gut, Mann. Könnte sogar reichen. Das reicht nicht, der kriegt den Hit. Das hätte er, stimmt, hätte tatsächlich nicht gereicht. So, wenn er jetzt hat er selber einen Eisgeist und Skelette, jetzt kotze ich halt richtig, ne? Komm schon noch mit. Aber ist ja egal. Ist nice, ist egal, und Dart Goblin finished. Ist ja echt egal, weil die sich halt nicht one-hitten. Das ist halt früher immer so gewesen, Sparky vs. Sparky, aber er gewinnt. Ja. Das ist jetzt interessanter geworden. Oh Gott, wir haben noch einen Friedhof, Prinz. Wobei natürlich ein Zauber reicht. Normalerweise hat man ja Sepp oder Lock. Wir haben schon wieder keinen krassen Counter gegen den Friedhof. Der wird richtig ätzend. Na, wobei. Soll ich das einfach mal versuchen? Du hast Dart Goblin, Skelette, Eisgeist. Hat er seinen Dart Goblin auf der Hand gerade? Du kannst den Dart Goblin spielen, du kannst den Dart Goblin spielen, du kannst Skelette spielen. Ich mach jetzt schon sowas. Boah, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig stark. Oh, schöner. Die Skelette von ihm waren auch überhaupt nicht gut. Das war richtig gut, ja. Alter, Max, heftig. Leute, und das ist sonst immer mir passiert. Das war jetzt einfach von mir stumpf wie so ein Dummkopf gedacht, einfach reinlaufen. Aber man hat ja gar keine Karten in der Defense gegen den Friedhof. Ne, nur den Dart Goblin. Ja, der war auf der anderen Seite. So. Ja, du fragst es so, hat der Dart Goblin auf der Hand, er setzt ihn auf der anderen Seite, auf die andere Seite setzt du Friedhof. Gewonnen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis er durchschaut, dass man so auch gewinnen kann. Dass der Gegner das geschaut hat. Oh mein Gott, was? Ach, oh, für Sparky. Für okay, der Gegner hat gar nichts geschaut. Oh mein Gott, der hat. Der Gegner ist on Fleek, weiß ich nicht. Das ist gerade nicht passiert, oder? Das ist gerade nicht. Der Prinz ist auch nicht passiert, oder? Der Miner ist auch dreifach nicht passiert, oder? Triple, Leute! Fordel. Triple Dart Goblin. Komm noch ein. Machen wir noch einen, komm, weil es gerade so gut läuft. Alter. Noch ein Eisgeist dazu, dass egal was er setzt, es wegstirbt. Alter, die sehen ja. Was ist das denn? LOL, vier Dart Goblins. Komplett zerpflückt. Ja, das stimmt. Nice. Das kann man nicht anders sagen, das war echt nice. Alter, das war echt. Das war so wie meine vier Hexen. Fast so nice, ja. Nur, dass du gewonnen hast. Nur, dass ich halt gewonnen habe, ja, genau. Das war nice. So, das ist jetzt, ja grundsätzlich der Unterschied zwischen Folgen. Jetzt muss langsam auch mal eine Niederlage her. Wir schauen das nächste Game von Big Spin. Jetzt muss eine Niederlage her. Und hast du wieder so ein schönes Deck bekommen? Ja. Oh, zeig dir gleich was du überhaupt nicht kennst. Alter, hattet ihr nichts auf der Hand? Prinzessin und Koboldfass auf der Hand. Im Deck. Ah, help, zu spät. Du hast trotzdem genauso viel Schaden gemacht, ich versteh's nicht. Ja, da habe ich schon wieder gefailt. Das Placement.
Wenn du das schaffst, dann ich glaube, wer das Placement richtig gut kann, gewinnt dieses Matchup. Mhm. Ah, ich habe noch einen Ebus-Story, da kannst du noch was lernen. Sauber. Ja, du hast gewonnen, würde ich sagen. Ja. Warum setzt jetzt hier noch einen verzweifelten Ebus rein? Oh, doch nicht. Noch nicht mal, da hat es noch nicht mal für gereicht. Die Prinzessin wird auch sterben. Alter, die Prinzessin war ja so schlecht. Das interessiert mich jetzt. Ich will jetzt wissen, welche Pokalzahl meine Gegner so hatten. Das interessiert mich auch. Oh, ein Poison Spell. Nice. Den habt ihr sogar, okay. Okay, krass. Die kamen alle aus dem Bereich 2000 bis 4000. War vom Grundsatz her gar nicht so kacke. Aber er hat jetzt halt kein Elixier, ne? Wenn du kein Elixier hast, dann machst du erstmal nichts. Oh, ja, das war nicht schlecht. Das war nicht verkehrt. Das war nicht schlecht, aber da ist noch ein Kobold hintergeklemmt. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Das war nicht verkehrt. Das war übertrieben heftig. Er hat das Koboldfass mit diesem. Genau in dem Moment getroffen, wo es da zusammen in der Mitte war. Nee, der hintere Kobold hat nicht getroffen. Richtig, hat den hinteren Kobold nicht getroffen. Hat doch die Augen auf. Ach, oh, was? Das war keine Prinzessin, Was war das denn? Sieht für mich nach einer Prinzessin aus. War ein Kack-Art-Goblin, Mann. Wie heißt die Karte da? Ein Ebus. Art-Goblin, ja. Sauber. Den Ebus hast du aber diesmal richtig getroffen. Ach, das heißt, der eine Kobold wurde vom Turm gekillt. Alter, okay. Jetzt habe ich hier echt Probleme, Mann. Das war wirklich nicht verkehrt. Der Typ rasiert jetzt einfach mal. Aber jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt hast du die Lufthoheit. Ah, nee. Alter, Fehler wieder ausgeglichen. Was ist los bei ihm, Junge? So, deine Prinzessin und war jetzt sehr auf der anderen Seite, Big Spin. Deine Prinzessin war sehr fraglich. Fraglich? Ich glaube, es ist fragwürdig. Ach du Schande, Mann, was macht er denn? Der Typ ist eine Maschine, ohne Scheiß. Du hast aber gewonnen. Deckenpoisons? Easy. Alter, aber der war ein Ex-Spiel nicht schlecht. Gottes Willen, was? Das war überhaupt nicht easy, Mann. Das war richtig heftig. Erstmal aus Gewohnheit einfach easy sagen und dann checken, boah, das war überhaupt nicht easy. Ja, okay, damit bist du auch 6-0. Der hatte vor allem nur 3100, der war übel gut. Ja, das frage ich mich immer. Die haben teilweise 2300 und hauen da die Überplays raus und ich weiß halt immer nicht, ob das Absicht war. Das war echt das mit Abstand härteste Match heute. Ja, genau, ja, genau. Am Anfang hat er reingesackt, aber dann hat er irgendwann angefangen auf einmal. Jetzt werden alle Zuschauer wieder sagen, Trophäen haben nichts damit zu bedeuten, wie viel Skill man hat. Selbst wenn man ein verdammt guter Free-to-Play-Spieler ist, schafft man es in Handumdrehen auf 4000 Trophäen. Er ist bei 3-1, das heißt, dass er so krass nicht sein kann, aber da hat er einfach voll gut gespielt. Ich wollte nur mal eigentlich sagen, dass wir nichts gegen Luft haben, außer Lakaien. Und ich gerade zwei Inferno Dragon auf dem Feld habe. Außer Lakaien. Der Lakaien. Ah, er spielt die Lakaien. Der Bola ist schon mal mit. Ja, gewonnen, ey. Insta-Win schon wieder. Toll. Doch nicht. Ich dachte, der Inferno macht da mehr, aber da ist ein Eismagier, der das halbwegs ausgleichen kann. Der Eismagier hat ja ultra. Oh, das war aber sehr schwacher. Als Fehler. Bei Felix hier hat er nicht. Und da hat er mir jetzt gerade. Okay, wenn er jetzt einen Packer hat, dann killt er mich natürlich. Wenn er den jetzt auf den geschickt auf den Bowler setzt, dann habe ich ein Problem. Oh mein Gott. Nein. Ich würde gerade sagen, das ist eigentlich auch jetzt ein Problem. Ja, so jetzt, ja, würde ich auch sagen schon. Oh, das war jetzt. Also rasiert war das jetzt nicht. Doch, aber eher von ihm. Gott, Alter, stimmt. Der Fernrein killt mich ja übel hart dann. Ja, nicht direkt dich, aber zumindest dein Packer. Okay, oh Gott, ja. Gut. Stimmt. Ja, dabei echt scheiße, tut mir leid. Was hat er denn jetzt? Na, gehen wir erstmal. Das erinnert mich an das Matchup von vorhin, wo nur der Inferno Dragon krass ist. Der Eismagier mit seinem unglaublichen DPS beeindruckt immer wieder. Der haut schon echt rein, muss ich sagen. Mein Mauerbrecher ist OP. Ein Mauerbrecher.
Ja, oh, stimmt. Du bist ja nicht zu der Zeit gegangen. Hey, yeah. Das ist ja noch Clash of Clans. Ich sag Mauerbrecher. Ich schwöre euch, ich sag immer noch Mauerbrecher. Immer, ich hab noch nie Bomber gesagt. Alter. Ich habe noch nie Bomber gesagt. Welche Mauern bricht der denn? Stimmt, deswegen heißt er nicht Mauerbrecher. Also die Mauern vom Turm bricht er zumindest nicht, weil da kommt er nie hin. Was war denn das jetzt eigentlich? Ah, dann würden wir immer. Wir haben irgendwie gesprochen und auf einmal war ich vor. Ja, irgendwie gewonnen, flawless, Alter. Das war doch wieder kein Gegner. Ja, wahrscheinlich hatte der so 1200 Trophäen. Maximal. Wobei er ist in einem 1-5-5-Team. Ja. Gut. Ja, 2000 Quale, okay. Ich bin wieder dran. Ihr macht es mir auch nicht leicht, ne? Nö, ja. Also bisher hast du einmal verkackt und bist noch nicht zurückgekommen. Ich sag mal so, ich verliere vielleicht einmal, wenn du raus bist. Dann könnte ich mir dann eventuell, ne? Eventuell, ja. Nee, aber ich gerne machen. Komm, er soll ein Koboldfass. Oh, schade. Wir haben Tornado und ein Koboldfass. Oh, da kann man mit arbeiten. Mhm. Ich werde jetzt die Kobold falsch, die Barbarenhütte spiegeln. Ich wollte gerade sagen, es gibt wieder so ein Spam-Game wie beim Floppy-Game eben. Aha, wir haben noch Elektromagier, Dart Goblin. Oh mein Gott. Kann der Dart Goblin von der Brücke angreifen? Ist er schlecht. Jetzt hast du komplett kannst du ihn komplett überrennen auf rechts. Ist so lächerlich, Mann. Ja, der Dart Goblin macht da erstmal. Ja, aber mit dem Verlauf der Zeit. Ja, mit dem Verlauf der Zeit, ja, das hat er schon reingeschissen, keine Frage. Wobei, dadurch, dass du zwei hast, bleibt der Dart Goblin die ganze Zeit in seiner Hälfte. Nein, was? So. Hat er nicht gemacht. Alter. Das gefällt mir. Sein Dartgoblin kriegt viel zu viel Value. Kann man das mal jemand erklären? Ja, das stimmt jetzt gerade echt. Der hat halt die der eine nervt Barbaren. Ja richtig übel. Der hat einfach die eine Barbarenhütte rasiert. Der hat eine Barbarenhütte kaputt gemacht. Ich dachte, du hast gesagt, du kannst das nicht, Max. Ich krieg das in seltenen Fällen hin. Ich glaube, es war tatsächlich jetzt so, dass die Barbarenhütte von ihm schlauer oder besser war. Einfach nur wegen dem Dartgoblin. Das stimmt schon. Alter, das war schon ein episches Koboldfass. Oh, das war so ein starker Play eigentlich. Was ist das denn? Er hat so vergeigt, aber es hätte so ein starker Play werden können. Oh mein Gott, oh schade. Alter, hätte den nicht getaggt. Alter, Dartgoblin, Schock. Lol, Dartgoblin, was? Der hilft da einfach mit. Sniping ist am Start. Der macht manchmal echt so eine Sachen, das ist echt, ist echt okay. Ja, aber du liegst weiterhin vorne, ne? Das ist auch was wir hier feststellen müssen. Ich habe keinen Spiegel, merke ich jetzt. Schade. Aber bei Erdenspiegel. Ich will, dass er sein Koboldfass wirft. Oh, was macht er mal wieder nach? Jetzt kommt er auf die Tour. Was ist das denn? Was? Hilfe. Wobei, theoretisch gar nicht so schlecht. Du hast ja nur einen. Kacke, er setzt ihn da. Du hast ja gar keinen Konter. Das ist halt echt gut, was er da macht, ne? Weil er mit seiner Giant Skeleton Bombe hält er alles auf, was du da. Was macht er? Also brauchst du einen Tornado ganz, ganz, ganz schnell. Meinst du, es ist. Noch. Oh Gott. Das hast du gut entschärft, Max. Das war schon wieder. Gut entschärft. Das war schon wieder mir ein bisschen zu close. Das ist es. Oh, oh mein Gott! Das kann doch nicht sein. Ich hab überhaupt nicht die Bombe gesehen. Oh mein Gott, was? Hau ab. Lol, wie viel Schaden das gemacht hat, du musst ihm nachmachen. Ihr habt da halt echt Bobby, nichts. Bobby, du bist hier nicht da zum Tipps geben, sondern zum Gewinnen. Ja, das wäre jetzt aber fail. Du hast sie halt nicht direkt ineinander geworfen, dadurch haben die Truppen nach und nach die Sachen dann gekillt. Er wird halt actually genau dasselbe nochmal machen. Ich mach's zuerst. Oh Gott, was ist das für ein Game? Liegen nur Fässer rum. Ich hab schon wieder verloren. Der hat mich sogar noch in den King Tower gezogen. Der hat einfach die bessere Rotation mit den scheiß Koboldfässern am Ende. Aber wärst du drauf gekommen, ohne das erst gemacht hat? Ja. Die eine Situation, wo er Giant Skeleton gebracht hat und dahinter Elektromagier, dass ich keinen Infernwagen setzen konnte, die hat mich aus dem Game gebracht.
Stimmt, ja. Ja, das war die eine Situation. Ja. Das sind so Situationen, die erkennt man am Anfang nicht. Ja, ja. Dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Ja. Scheiße. Okay, aber das hat dann wirklich gut gespielt, ne? Ja, das war nicht schlecht. Der war schon wieder so, hat er gut gemacht. Das war nicht schlecht. Ich habe einmal mit Elektromagie seinen Kobold fast abgewehrt, seinen Giant Skeleton wieder vom Turm wegbekommen, die Hütten gesteckt, das war alles nicht verkehrt, aber er hat einfach gewonnen. Ich dachte schon, Max wäre in all diesen anderen Challenges so OP, aber der Mirror Challenge erscheint. Der Mirror Challenge. Das beruhigt mich. Was macht er da? Hilfe, hallo? So, ist so blöd. Und Giorno, ja, ich weiß. Ja, weil jetzt werden halt eure Sparkies jeweils in die Bombe vom Riesenskelett. Ja, und er hat noch einen Rage ausgegeben, das heißt, also easy. Oh mein Gott, nein. Baby, let's go. Ja, da überlebt er. Off, ja. Jetzt hast du okay. Jetzt ist Sparky überlebt. Oder wolltest du das Jetzt erst ein Skami. Jetzt hat er erst ein Skami. Na gut, da ist er eh durch. Oh Gott. Ah, schieß doch nicht, Mann. Hilfe. Stopp. Alter, die haut. Was? Du hast keinen Schaden gesehen. die waren schon komplett rum. Flobby wieder tot. Ach, Flobby, so, ich hab schon irgendwas gehört, aber gut, das war das. Da macht er nichts außer einen Megaritter. Also, er hat eigentlich gerade nur einen Megaritter auf der Hand. Deswegen werde ich selbiges tun. User joined your channel. Ja, wird jetzt mal, er wird wahrscheinlich ein Skeleton reinspielen oder Skelettarmee. Ne, Skelettarmee hat er ja gerade erst gespielt. Könnte auch ein Sparky reinspielen, das ist jetzt die große Frage. Ich melde mich wieder in 30 Sekunden. Ganz kurz. Was macht denn jetzt schon wieder? Ja, keine Ahnung. Dein Skeleton. Wir nehmen das einfach so hin. So, jetzt. Also ich wollte jetzt eigentlich keine Skami sitzen, weil ich dir genau denke, dass er da eine Princess gesetzt hätte. Deswegen. Er hat eine Skami und ich habe halt das Problem, dass ich gegen dieses Skami grundsätzlich mal nichts machen kann. Halt belastend finde. Lol. Okay. Na gut. Im Endeffekt. Ach, das Ding. Bleibt das gleiche. Okay, warte, jetzt ist die Tactics. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier genau für Tactics kommen, aber das wird nice. Warte. Ja, ich bin gespannt, zeig mal. Jetzt Princess. Lol. Sagen, das war OP. Oh, der Sparky ist geraged, dadurch kriegt er noch nicht raus. Noch einen raus. Nee. Ah, shit. Ist da weg. Ja gut, der Punkt geht an dich. Ah, leider noch nicht ganz. Der hat immer noch keinen Schaden gemacht, der hätte schon 1000 Einheiten am Turm. Ich glaube, wir machen das gleiche gleich nochmal. Oh lol, die Prinzessin ist leider nichts. Timing-mäßig war das nicht so gut. Drei Prinzessinnen, alles klar. Halt der Floppy. Ja, ich hab mir. Leider sind die jetzt beide auf einer Seite, genau, das ist so mein großes Problem hier. Der muss jetzt hier noch ein bisschen vorlaufen am besten. Natürlich Salzbrezeln. Alter, guck dir das an. Die sind einfach der. Alter, was? Die Prinzessin von da hinten. LOL! Was ist denn der Radius, bitte? Geil. Please. Was? Falsche Seite. Oh ja, oh. Alles easy, ich hab doch einen gespiegelt. Der wird jetzt hier total overcommitten. Der wird er nicht. Oh, so ein Scheiß! Das klar. Was ist denn das für ein Game? Lukas, ich hab mir übrigens Salzbrezeln geholt. Oh, nice. Dann sind wir jetzt auf einer toxikologischen Ebene unterwegs. Was ist das für ein Game? Ich komm hierher, sind noch 3 Minuten zu spielen, kein Schaden. Stopp, jetzt bleib in der Bombe. Bombe. Nice. Bombe. Hab ich auch gerade gemerkt. Wenn du es merkst, dann war es schon zu spät. Alter, dieses Match. Jetzt kommen Tricks, Freunde. Soll ich also, Tricks verraten? Für dich ist ja ein Unentschieden quasi ein Lose. Skeleton Army, was war der Trick, dass ihr eine scheiß Skeleton Army spielt? Ja. Ja, verrat mal uns die Tricks, bitte. Das war deine Prinzessin? Auch nicht Teil des Tricks. Das ist alles nicht gut. Also die Prinzessin von ihm hat dich gerade ein bisschen rasiert. Mhm. Ja, das sollst du jetzt nicht laut sagen, Mann. Das war ein Geheimnis. Überlebt dein Sparky? Nein, tut er nicht. Da, niente. Alter, der Holzfäller, was ist denn das für ein Rotz-Game, wenn wir ehrlich sind? Was macht er denn? Sparky in der Bomb? Kann man auf jeden Fall bringen. Mhm. Dann bringe ich jetzt hier mal selbiges. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Mega-Ritter, der wird gleich droppen. Split like it's. Nein, das ist kein Mega-Ritter, Mann. Oh, das ist jetzt aber ein Mega-Ritter. Los. Der spielt nicht schlecht. Der auch mal Zeit für Niederlage, ne? Der spielt nicht schlecht, ich weiß. Also der Zug war echt richtig gut. Zuerst die Skelettarmee und dann nach dem eine Funke geschossen. Ja, das war echt nicht schlecht, Mann. Der Typ ist gut. Ja. Der Typ ist jetzt zweifelsfrei einer der besseren Kollegen.
sich das Ganze hier gönnen. Aber ich sehe einen Princess. Ich sehe auch einen Sparky, der möglicherweise gleich Probleme haben wird. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Hilfe. Ein Holzfäller? Ja. Wie gewinne ich das? Ich mach jetzt einfach mal irgendwas. Warum macht er das Gleiche? Kann er das? Wie? Wir können das nicht. Oh mein Gott. Wir können das nicht gegenseitig gewinnen, weil uns unsere Pushes sich gegenseitig direkt hinein. Also die ganze Zeit hinein, die sich. Ja. Und jetzt, aber das Schlimmste ist, der Typ springt drüber. Der Typ springt drüber. Der hat eine Koordination von einem Spiegelei. Super. HGW. Der steckt einfach Giant Skeletons. Was soll denn die Kacke? Also ja, der Holzfäller ist ja durchsneakt. Jetzt werde ich wieder greedy hier. Komm so. Um dich zu trösten, Lukas, ich habe dieses Matchup auch schon gespielt und ich habe verloren. Was verloren? Ja. Oh Gott, du verlierst hier. Oh, der Holzfäller. Oh. Der Holzfäller. Ja. War gut von ihm. Nee, ja. Das ist crazy. Da machst du nix, da machst du nix. Drawspin-Hype, genau. Drawspin ist am Start. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nice. Das sind halt so Games. Ah, shit, Mann. Die Frage ist, was bringt dir jetzt ein Unentschieden? Ja, richtig. Also letztendlich, wenn es auf 12 Siege zugeht, macht es für dich keine Auswirkungen, weil kurzfristig ist es für dich halt wie ein Lose. Genau, so ist es. Ich werde halt jetzt dauerhaft führen. Wenn du jetzt verlierst, dann bist du am Stimmt. Ende. Das ist halt ja. Kacke, ne? 6 verschenkte Minuten schreibt er, ja? Ich spiele gegen einen Vollstrecker 3 Clanmate. Oh, was sind denn das für Games? Ich frage mal, wie viel steht's? Flobby steht. Ich stehe 7-0. 7-0, ich stehe 5-2 und Big Spin 6-0, aber Flobby hat angefangen. Das war aber eigentlich ein ganz schönes Game, weil der hat wirklich nicht schlecht gespielt. Ja. Es war permanent ausgeglichen, wir haben keine Lücke gefunden. Wir haben so ein Konterdeck gegen Lava und wir haben eine Hexe, wir haben Megaminion, wir haben Elektromagier, Zap. Die anderen Karten kenne ich noch gar nicht. Und er wird vermutlich mehr wieder nachspielen. Nee, er wird nicht nachspielen, oh mein Gott. Lol. Das ist halt schon wieder der Win, ne? Ja, das war nicht ganz so, wie ich es wollte, aber... Naja, du hast ein Megaminion am Turm, ne? Das war eigentlich schon so, wie du es wolltest. Ja, aber das eine Megaminion... Kann der Gegner mal was anderes machen, als Holzmelis zu setzen und seinen Turm zu verlieren? Spielt er noch? Ja, ich glaube... Hätte ich auch irgendeine Karte gehabt? Mhm. Also, er kennt mich anscheinend. Nee, holt einfach mal der... Ja, natürlich kann es sein, wahrscheinlich jeder kennt dich. Naja, ich sag mal so, es ist ein deutscher Clan und er hat direkt geheult, als er meinen Namen gesehen hat. Ja, dann also... Habt ihr schon mal überlegt, dass Leute einfach mal so heulen? Um den Gegner zu provozieren? Oder heulen, weil sie einfach in einer negativen Grundstimmung sind? Ich habe nur gerade das Heulen gesehen, was er gemacht hat. Wenn ich actually jetzt einen Lava davor spielen könnte, dann hätte ich schon gewonnen. Aber ich kann es actually. Kannst du vielleicht noch? Oh, ja. Oh, der war nicht scheiße, merke ich jetzt gerade erst. Oh, hat auch einen Mega-Minion. Der war ja. Du hast so getan, dass jetzt der Safe Win wäre. Ja, ich dachte auch, dass der jetzt Safe Win. Ja, ich hab's noch ganz schnell geschafft, den Lava-Hund zu wasten. Der Ritter ist. Der Ritter. Der Dark Ritter. Der Dark Ritter ist es, jo. Der Prinz ist relativ fraglich an. Laut meiner. All in. Dann okay, was trinkst du? Wasser, Energy und dann Pepsi? Ah, ich mix das fein durch. Warum schreiben alles das Pepsi? Ist Schwipschwap von Pepsi? Nein. Oder? Warte. Nicht? Doch, das ist von, ja. Ich glaube schon. Schwipschwap ist von der Channel. Time ich google now. das jetzt. Schwipschwap. Von Pepsi sein, ja. Pepsi Co. Deutschland. Ja, lol. Hat man wieder was dazugelernt. Schwipschwap ist Pepsi. Was sind das eigentlich für Themen, was wir hier gerade besprechen? Dafür, dass das Game so close ist und floppy disconnected? Oh. Alter, was war das bitte? Holy shit. Also mein Internet war schon wieder on flea. Mhm. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich muss echt mal was machen. So. Jetzt stehst du... Wie stehst du jetzt? 8-0. Ich habe zweimal diese Challenge gespielt. Ich bin bei 7 Siegen rausgeflogen, bei 10 und hatte schon immer bei 5 Spielen 2 Niederlagen. Also ihr könnt ja reinhauen und rasieren, wie ihr wollt, aber
Ich stehe schon wieder mit zwei Niederlagen da. Das heißt, jedes Game, was ich jetzt mache, könnte das letzte sein. Ja, ja. Das finde ich persönlich halt belastend, ne? Weil machen wir dann weiter oder bei Floppy? Wir müssen dann hier schon gucken, wer der Champion wird, klar. Floppy würde ja dann unverdient gewinnen. Also nee, die Niederlagen sind egal. Ihr macht dann nur, wer mehr Siege hat. Wenn ich am Ende 12 habe und du 11 von gleichen Spielen her, machst du trotzdem noch das Game. Nee, ich meine eigentlich, dass wir, wenn du jetzt stoppst, dann wäre mir die Chance vertan, dass Floppy noch irgendwie weiter verliert. Ich würde sagen, schon zu das Ende. Das ziehen wir durch. Aber wir müssen vielleicht gewinne ich ja auch noch. Okay? Ja, vielleicht gewinnt noch. Vielleicht mach ich aus, überhole ich mit 5:2 noch Floppy, der 8:0 steht. Man weiß es nicht. Ich mache das nächste Game. Golem, drei Musketiere, Fire Spirits, Magier, Inferno Dragon. Holy shit. Hatte ich schon einen einzigen Golem. Alter. Ich hatte nicht einen einzigen scheiß Golem. Ich hatte, glaube ich, noch nie in dieser Challenge einen Golem. Ich kriege keinen Golem. Supercell verbietet mir einen Golem. Das ist ein Base Race. Jetzt kommen gleich die drei Musketiere. Ja. Ja. Interessant auf jeden Fall. Beide einfach genau dasselbe. Nur, dass sein Golem schneller ist. Das heißt, du würdest auf lange Sicht verlieren. Max? Oh mein Gott! Gar kein Problem. Oh mein Base Gott. Race Lukas, geht immer an mich. Lukas, hast du es gesehen? Du hast es nicht gesehen? Oh mein Gott! Alter, was hat Max da gemacht? Die Alter, wie lächerlich, jetzt sehe ich es on Stream, das war ein Witz. Alter, das war ein bisschen close. Wie viel Schaden macht ein Golem-Hit? Alter, genug. Der hätte, das wäre genug. Ich muss sagen, ich war in der Situation, ich hatte die Situation nicht unter Kontrolle. Das war einfach nur Augen zu und durch hoffen. Ey, warum, wieso kriege ich immer diese scheiß Base Race Decks, Mann? Ihr habt die nie, deswegen finde ich die Challenge so kacke. Hätte ich jetzt verloren, wäre ich dann schlechter gewesen? Wäre ich schlechter, hätte ich verloren? Ja. Weiß ich nicht. Das ist so, what the fuck, Mann? Ich hatte das jedes, naja gut, weil jetzt, ich stehe 6-2, gut, so oft nicht. Aber diese Games sind ein bisschen... Sind mir ein bisschen zu krass, ja? Ich bin zu alt für so einen Scheiß. So ein Instant Base Race, das ist nicht meins. Wahrscheinlich setzt er da Pfeile rein, alles klar. Pass auf jetzt, kommt die. Oh, ich hab gefailt, Hilfe! Egal. Du, der ruft, der bringt auch Hilfeschrei nichts. Das habe ich von dir gelernt. Stimmt. Bei Fortnite klappt das. Wird von irgendwo angeschossen, als statt zu sagen, wo der herkommt. Hilfe, Hilfe, bitte helf mir. Ja, genau so. Das stimmt aber. Das stimmt. Gib mir Feuerschutz, ihr müsst mich retten. Wo kommt denn? Hilfe, von da. Noch besser, ja, Jungs, gib mal alle guten Waffen, ich carry euch hier durch. Ne, Max? Ich weiß immer noch nicht, wo man mit einer Sniper hinschießt, aber das ist egal. Ich bin auch tatsächlich Erster geworden. War ziemlich nice Runde. Oh, das ist natürlich geil. Ich check jetzt erst im Nachhinein, wie lucky das von mir war, dass ich überhaupt mal Erster geworden bin. In meinem ersten Game. Also, no joke, ne? Ja. Also, richtig krank. Also, die Competition ist gerade echt hoch irgendwie. Ja, schon wieder. Ich hasse 6 Barbaren. Hast du Flächenschaden? Das finde ich auch irgendwie scheiße an der Challenge. Es gibt so viele Barbarenhütten. In fast jedem Deck ist gefühlt Barbarenhütte. Oh mein Gott, du hast echt einen Eisgeister mitgetroffen. Alter, diese auf Ansage. Deluxe waren die. Vielleicht spiegel ich die Barbarenhütte und dann geht's runter. Mach ich den Floppy. Da macht er den Floppy. Hier schreibt ein Zuschauer, es gibt nichts Besseres als deine Streams während dem Stuhlgang zu verfolgen. Hashtag TryArmy. Ja, das stimmt schon. Ich bin gerade actually ein bisschen am Essen. Danke für diesen Kommentar. Guten Appetit. Ja, bei jedem Stuhlgang ist irgendwie ein Tablet oder ein Smartphone dabei und dann guckt man entweder auf YouTube was oder auf Twitch. Das kann ich bestätigen. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt mein Stream sein, aber irgendein Stream oder Video. Es ist erschreckend, dass man das bestätigen könnte. Ja, Umfrage. Ja, weil Floppy gerade ist. Umfrage. Wer gönnt sich Twitch oder YouTube auf dem Klo ganz entspannt? Ist doch mega chillig. Ich mach das immer. Ich auch. Umfrage. Macht ihr das auch? Ja oder nein? Aber wenn man mit einer Familie im Haus wohnt, dann muss man entweder leise hören oder Kopfhörer aufsetzen. Das ist so. Also wollt ihr nicht, dass ich das machen würde? Nein. Es ist natürlich nur so ein Der ganze Anmerkung. Chat schreibt ich.
Hilfe. Dein Inferno Dragon lebt seit, ich guck mal kurz auf die Uhr, seit 19.30 Uhr. Das sind jetzt anderthalb Stunden. Ja, anderthalb Stunden. Ich hab's noch ganz kurz geprüft. Habt ihr nichts in der Luft oder? Wie random war diese Zeit, Max? Ja, ich habe auf mein Handy geguckt und da habe ich mich erinnern können. Der Inferno Dragon lebt immer noch. Ich mich erinnern können, sagt er. Der Inferno Dragon. Junge, das ist original das Game, was ich hatte. Nein, der Inferno Dragon. Ich glaube, der Inferno Dragon stirbt dieses Game gar nicht mehr. Was ist das für ein Inferno Dragon? Alter, was ist da auf einem Haufen? Was ist da? Ja, holy shit. Der hat das gesamte Spiel von Anfang bis Ende überlebt. Hat er halt echt. Das kann nicht wahr sein. Ey, dieser Inferno Dragon. Unglaublich. Okay, Floppy, nächstes Game. Ja. 8-0, alles klar, wahrscheinlich, oder? Oh, das sieht actually so aus wie fast alle Games. Random Deck. Bay White zerstört dich jetzt. Punkt. Okay. Ich schreib dann, ich habe auf der Toilette besseres WLAN. Oh mein Gott. Zimmer. Ja, Flobby, vielleicht solltest du es auch testen. Hallo, mein Riesenskelett. Hat das vielleicht mal Bock, sich umzudrehen? Was sagst du dazu? Ist das nicht eher so? Oh, okay. Oh. Ja, das ist ja trotzdem irgendwie. Na, Bombe kommt halt durch und das Eisgeistwald. Oh. Mein Dart kommt denn, der hat aber richtig. Sollte die Salzbrezeln weglegen? Warte, was? Was? Meine Bombe war im Turm? Ja, logisch! Oh Gott! Lächerlich, Alter. Ich war doch ganz doll am Turm. Wird überhaupt nicht realisiert. Währenddessen sehen wir ja die Umfrage. Schaut ihr YouTube oder Twitch auf dem Klo? 87% sagen ja. Alter, heftig. Das ist viel. Ja, man sieht ja bei. Lol, wie viel Schaden machst du denn da? Ja, das ist deine Taktik. Doppel Kobaltfass. Easy Turm da. Das ist nicht meine Taktik, das ist die Taktik, mit der ich immer verliere. Ich sehe bei YouTube Analytics. Wer hast guckt mich mit gesehen? Der PlayStation, wer guckt mich mit dem Computer, wer guckt mich mit Android, mit iOS? Und ich kann auch sehen, die neueste Statistik, wer schaut mich vom Klo aus? Das wird jetzt auch in den YouTube Analytics vermerkt. 87%, das ist viel, Leute. Alles klar. Habt ihr das gerade gesehen? Da haben zwei Banditinnen gegeneinander gecharged, haben genau zeitgleich sich gehittet und meine überlebt. So. Wie das ist. Solidaritätszuschlag. Von der Banditin. Oh mein. Was? Das hättest du schon genossen, oder? Epic. Als ob das einfach. Oh! Alter! Was ist das? Stell dir vor, der Spargate hätte überlebt. Wie wird denn das gewesen? Chillig! Jetzt will er das gleiche machen wie du, aber fällt total rein. Ja. Oh Mann, der fällt so rein, Mann. Und mein Gegner hat das so fantastisch gemacht. Good game. Lächerlich. LV lächerlich. Boah. Oh Gott, sie charged nicht. Die charged nicht. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ein Turm, chill mal. Und wieder genau dasselbe wird passieren. Weil ich hab Bock. Oh, was bringt denn das? Naja, damit du den schlechten Schaden vom Sparky kassierst? Naja, der läuft halt dann in die Bombe rein. Das ist ja, macht ja am Ende gar keinen Unterschied. Oder Dart Goblin gegen die Koboldfässer, die du da. LOL. Seht hier, die Bombe ist am Turm, Rest in Pop Brownies. Tschüss. Rest okay, gewonnen. Das. Ja, Jungs, 9-0, so sieht's aus. Das kann nicht sein. Das, wenn ich jetzt hier die Super Magic Chest an Floppy abdrücken muss, weil, ja, ne? Weil ich ein Unentschieden spiele, dann wäre das echt schon krass. Nein, Unentschieden ist. Nein, zählt nicht. Wenn wir ist, beide 12-0 ja, genau, stehen, dann kannst du einfach nochmal am Ende. Ach so. Wenn wir beide 12-0 stehen, dann machen wir ein Match gegeneinander, Roger. Ja, aber das Problem ist doch, in der Zeit, wo Floppy 12-0 steht, stehe ich 11-0. Ja, dann ist egal, dann hast du noch ein Game. Ach, du hast ja keine Niederlage. Und wenn wir beide 12-0 ja, das ist ja das stehen, Ding. Spielen wir gegeneinander. Es werden dann ja nur die Niederlagen gezählt, nicht die Siege. Okay, dann hatte ich das eben falsch verstanden. Du kannst noch dreimal unentschieden spielen. Wenn du nicht verlierst, verlierst du nicht. Aber wenn wir den gleichen Stand haben, machen wir einfach gegeneinander mit Robert. Ach, oh nee, Max, du bist erst dran, ne? Ja. Da habe ich gerade ein Game gestartet. Mach, du hast eher mal unentschieden gespielt. Das ist dann genau richtig, dann wieder easy. Stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Mach Max, stimmt. Und dann du wieder. Tatsache. Ja. Ah, dann kann ich jetzt richtig entspannen hier. Drei Spiele Pause. Einfach nochmal Salzbrezeln gönnen, dann läuft das. Nee, es sind tatsächlich Cookies. Aber die fallen mir nicht vom Tisch. Salzcookies? Nein, Cookies. Einfach nur Cookies. Alter, das ist ja widerwärtig, Alter. Das würde ich hier nicht öffentlich sagen. Jetzt passiert hier irgendwas ganz Komisches. Ich weiß noch nicht was, aber es ist ganz komisch. Aber er springt, das ist auf jeden Fall Damage.
Ja, aber es ist nicht gut. Na, ja, wobei, es geht klar. Ich wollte nur mal sagen, dass der Cookie echt lecker ist. falls euch interessiert oder so. Interessiert uns auf jeden Fall, aber hier schreibt auch jemand gerade in den Chat, Hashtag Salzcookies. Also glaube ich nicht, dass der so geil ist. Auf geht's! Jawoll, ein Hit. Das ist die Führung. Das ist die Führung. Let's go, easy peasy. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das schon wieder gewinnen soll. Wird wahrscheinlich wieder unentschieden. Außer mein Gegner fails. Aber da ich ja jetzt weiß, dass das kaum was ausmacht, außer dass ich hier noch mehr spielen muss, ist es für mich kein Problem. Deswegen hat hier auch ein Zuschauer geschrieben, wenn Unentschieden nicht gezählt werden, dann ist Big Spin noch in 2 Stunden noch nicht 11-0. Ja, kann ich bestätigen. Scheiße. Das der beste Kommentar. Ich wollte Identisches vollziehen, wie Gegner hier gerade gemacht hat. Allerdings habe ich das dann eigentlich... Was sind noch eure letzten zwei Karten? Das Gute ist halt, er hat die Mini-Horde in seiner Hälfte gespielt und wir haben keinen richtigen Counter gegen... Okay, er spielt sie. Aber das ist auch kein richtiger Counter, weil meine Mini-Horde jetzt hier... Und der Holzfäller war schon am Turm. Genau. Du hast halt jetzt so einen krassen Elixier-Vorteil. Elixier-Vorteil, sagst du, habe ich. Meinst du? Ja, wobei, nee, stimmt gar nicht. Nee, hast recht. Den Vorteil, dass ich jetzt ungefähr weiß, wie ich spielen muss. Was waren nochmal die letzten beiden Karten? Der Spiegel. Lightning und Spiegel. Lightning? Oh, ich sehe da einen ganz starken Lightning. Nee, Lightning Cycle. Warum hast du kein Lightning gespielt? Weil ich ein anderes im Kopf habe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage aktuell nicht beantworten. Spiegelte Minion Horde. Das ist es halt, ne? Weil wir das ist es halt echt. Ich hab's gesagt, es gibt immer eine Karte, die muss man spiegeln und die ist halt richtig stark in dem Battle. Und das ist jetzt in diesem Fall die Minion Horde, weil es einfach keinen Counter da richtig gegen gibt. Außer das Mega Minion. Aber das Mega Minion wird einfach von. Wie viel Minions in der Minion Horde? 6 oder 7? 6. 6. Oh mein Gott. Du kennst die Karte ja richtig gut. Man sieht, wie oft du sie spielst. Eine in der Mitte und 5 außenrum. Ja, okay, da hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Ja, gut. Es ist gar keine in der Mitte. Du solltest einfach. Die fliegen doch gefühlt immer eine in der Mitte, oder nicht? Nein, wo siehst du denn hier eine in der Mitte? Ja, okay, die sind im Kreis, okay, gut. Aber was geht ab? Okay, das ja, die sind eher in warum so einem platziert er das besser als ich? In einem Oval. Ja, okay. Er platziert das besser als ich. Die sind echt in einem Kreis, ich habe noch nie auf die Minion-Horden-Formation geachtet. Lukas? Ja, er hat es besser als ich gemacht. Ich na, wobei, okay, du hast noch gerettet. Er setzt immer den Mega-Ritter ein zuerst. Ja, war schon fail. Macht er das? Einer in der Mitte, 5 aus rum. Dann sehe ich auf einmal, dass das ein Kreis, dass sie Kreis bilden. Also jetzt hat er mich, ja, er hat mich. Das hat er gut gemacht. Jetzt ist einer in der Mitte und 15 außen rum. Max, hör auf mit dem Thema, ich bin hier gerade am Verlieren. Oh, das ist ja genauso schlimm wie mein Dark Ritter. Oh, stimmt, das ist... keine Chance, hat er gut gemacht, gut gespielt. Krass. Ich hab abgefuckt, gut gespielt. Eric the King, du hast gut gespielt. Hut ab, ich hab gefailt. Ich dachte, ich hätte die Taktik, aber ich hab's verkackt. Es war Minionhorden spiegeln, aber er hat's auch gemacht. Er hat's besser gemacht als ich. Gut gespielt. Muss man wirklich sagen, ja. Nicht schlecht. Wie viele Trophäen hatte der? Jetzt kommt er wieder von 2200 und spielt einfach mega 3700, gut. Aber hat schon 12 Wins gehabt. Okay. Jetzt mache ich das Game. Richtig? Das war gut, ja. Ja, ich wollte gerade schon verstarten, aber nee, es ist erstmal dann nochmal Big Spin und dann morgen bin ich dann dran. So, was haben wir hier? Oh, das ist ein normales Deck. Wir haben ein normales Deck. Miner Cycle mit viel Kleinkram und Ice Golem, Banditin. Zauber auch normal? Hat man da irgendwas? Das weiß ich noch nicht. Wir könnten ja erstmal sowas machen. Das war wirklich nicht so schlecht vom Gegner. Ja, das dachte ich mir dann auch gerade. Vor allem, der das so schnell. Fledermaus ist am Turm. Der hat das gerade so schnell gesetzt, genau in der richtigen Reihenfolge. Oh, der Holzfäller, what the fuck? Ich habe das Gefühl, dass der nicht so schlecht ist. Ja, ne? Also nur von den ersten Zügen jetzt so. Jetzt wirklich im Ernst. Lol. Great Stargard, zack! Ein Hit, ja gut. Richtig broken. Du habe ich mich immer auch gefühlt mit dem Kobold. Auch ganz die gut charged gelegt. Nicht? Das ist so komisch, das wurde so verändert durch das Update. Die charged jetzt so selten. Da charged die. Dann reicht mir das. Oh, das ist ja ein ganz krankes Game. Wenn der Gegner auch nur ein bisschen das drauf hat, wird's hässlich für mich. Ich glaube, ich weiß, wenn uns gewinnt. Aha, ich auch. Okay. Hm.
War wiederum jetzt nicht so pralle. Aber nice gespielt, Fledermäuse reißen oder was? Muss er eigentlich Schwarz bringen? Ja, war semi. Ja, nice. Gott, also Gott bless. Was ist denn das für ein Guard? Hilfe. Zack, zack, zack. Der macht Schaden. Dieses Game wird gewonnen werden, wenn einer einen riesigen Push aufbaut mit einem Holzfäller und dahinter den ganzen Spam. Man hat ja nichts, man hat ja keinen Flächenschaden. Eisgolem. Ja, okay, gut, der Eisgolem kann natürlich die Bats rasieren, aber gegen Kobolde und Wächter jetzt nicht unbedingt. Auch nicht gegen Banditin und Holzfäller. Ich mach meinen Turm erstmal gegen den Miner immun. Den will er aber irgendwie nicht bringen. Irgendwann wird einer einen Fehler machen beim Spam, wobei man vielleicht noch nicht mal richtig sagen kann, ob es ein Fehler war. Genau, das ist bei so Spam-Decks wird es ganz unübersichtlich und da ist es echt schwer zu sagen, war das so geplant vom Gegner oder war das wirklich intentional? Guck dir das doch mal an, das wird jetzt so ein reines Gespam. War das so geplant oder war es intentional? Was ist denn das für ein Satz? Und jetzt hat Max mehr Damage, aber ich glaube, es wird wirklich auf diesen einen Push am Ende rauslaufen. Theoretisch kann man den Miner immer verteidigen. Man hat Banditen, Eisgolem, Kobolde, Wächter. Man kann ja alles drumherum setzen, dass der Turm kein Winkel frei ist. Ja, so wie man schafft es immer auch wieder, seine Banditen, seinen Miner nicht connecten zu lassen. Ey, Mann, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Scheiße, die Banditen war greedy. Die war greedy. War richtig greedy. Jetzt muss er eigentlich einen Miner bringen. Miner. Kein Miner. Das ist kein Miner. Gott. Das war stark. Doppel-Eisgolem, Explosion. Doppel-Eisgolem, Leute. Das wird interessant werden, wie man da jetzt richtig Damage kriegt. Den Miner connecten, das wird schwierig. Durch falsche Predicts. Oh Gott, war das schlecht von ihm. Er kann vor allem auf die eine Seite Wächter, auf die andere Seite Kobolde, die verteilen sich ein bisschen und dann kann der Miner gar nicht. Alter, was für ein Lag. Das Geile ist, wenn ich Lags habe, sieht's halt der ganze Stream. Ja, stimmt. Ist es wenigstens confirmed. Confirmed. Guards sind halt schon lächerlich. Warum spiegelt er die Guards nicht einfach, Mann? Das wäre easy. Der Miner war das denn? Was ist das denn? Er hat gerade einen defensiven Miner gebracht. Dein Miner ist die einzige Win-Condition. Warum tust du das? Wie geil. Na, what's up, die connected. Tschüss. Oh lol, die hab ich gar nicht geahnt. Ist aber so egal, weil du einfach mehr Schaden hast. Ja. Na, das jetzt nicht predicted, hat er leider verloren. Oh, er predicted gerade, er hat eine Reaktionszeit von der Banane, Mann. Junge, Banane ist manchmal okay. Der predicted einfach überhaupt nichts falsch. Nein, richtig. Vor allen Dingen, er predicted nichts und er bringt den Miner immer an den, da vorne. Immer. Immer. Ich kann leider nicht so reden, wie ich auf Strobel. Schon wieder falsch, Alter. Wie schlecht kann man denn sein? Jeder Predict ist falsch. Komm, predict jetzt was, Junge. Zack. Oh Mann, Flasche. Ey. Geil. So eine Flasche. Nice. So eine Flasche. Also gut gespielt, Max, aber so eine Flasche. Ja, also die brauche ich auch als Gegner, Mann. Ich bin hier echt am struggeln. Ich bin die ganze Zeit bei... Das ist so beschissen, wenn man die ganze Zeit bei zwei Niederlagen ist. Da kann man die ganze Zeit was? Ich habe drei denn? Gebäude. Oh mein Gott. Minenwerfer und Mörser. X-Bergen, Minenwerfer und die andere Karte, die Heslon-Karte. Inferno-Turm. X-Bergen. Oh mein Gott. Wie, das gewinne ich nicht. Das ist hier SimCity. Ist das hier aber so ein... Ist das ein Unentschieden, ja? Ja. Guck doch mal, was ich hier machen kann. Er kann mir nichts machen. Ja, aber ist das denn Sinn? Er setzt doch jetzt, oh mein Gott, er setzt nichts. Setzt doch gleich einfach bei 10 Nix hier, Minenwerfer. Dann verteidigt er. Ich setze bei 4 Nix hier, Minenwerfer. Siehste? Ah, okay, lol, oh mein Gott, was Doppel ist das denn für eine Partie? Ihr könnt einfach AFK gehen. Ihr könnt beide nicht connecten. Habt ihr irgendeine Karte mit der, welche Karten habt ihr denn noch? Der weiß, der war nicht AFK, der wusste genau, dass er kann nichts setzen, wenn ich das setze. Was habt ihr denn noch? Ja, nichts, Flugmaschine, herzlichen Glückwunsch. Heal-Spell haben wir und Sparky. Flugmaschine rasiert natürlich gegen X-Bogen. Ja, Sparky kann man ja theoretisch setzen. Sparky nach hinten, dann Minenwerfer davor. Und noch ein Inferno-Turm, holy shit, was... Ja. Supercell, was habt ihr hier für einen Kack zusammengewürfelt? Oh, der war irgendwie... Ja, das war jetzt auch nicht so schlau. Naja, doch. Ist bestimmt... Ja, doch. Zwei Hits. Die muss ich halt wahrscheinlich voll durchlaufen lassen.
Ja, Mayday. Aber ist okay, die Flugmaschine macht nicht so viel Schaden. 1800. Hm, nicht schlecht. Also ihr habt X-Bogen und Minenwerfer, aber da sind auch die Hardcounter dabei. War das Floppy? Ja, sauber, disconnect. Wieder nicht Siege, das heißt, selbst wenn, da habe ich keine Ahnung. Also, das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich kann natürlich, weiß schon, was man generell machen muss, aber das Problem ist, was ich jetzt hier zum Beispiel machen sollte, das war mir schleierhaft. Oh, nicht schlecht. Entsprechend fucked up sieht das jetzt hier auch aus. Ey, hab ich gefailt. Ich hab überlegt, ob ich einen Sparky hinten setze, aber... Habt ihr noch einen Zauber, einen großen, den, ne? Alter, das ist ein ganz krankes Matchup. Ja, ich bin gerade in einem richtig schlechten Cycle. Aber theoretisch dürfte man nie so wirklich Schaden bekommen, wenn es gut läuft, so. X-Bogen gegen... Doppel! Minenwerfer gegen X-Bogen. Holy shit. Lächerlich, Mann. Ach du Schande. Boah, ich dachte gerade, die Luftmaschine connected. Ja, ich auch. Ich habe einen ungefähren Plan, was ich jetzt tun soll. Aber sehr, sehr ungefähr alles. Alter, das Game ist ja richtig krank. Mach ich da auch die Flugmaschine? Game ist, und sein Sparky ist connected. Oh mein Gott. Was? Was ist das denn, Wichsmann? Du hast verloren. Was, hä? Ich dachte, das geht jetzt gerade erst los. Das wird so 10 Minuten gehen. Ja, wie gesagt, ich habe Sparky connected. Da machst du nichts. Das ist halt unlucky, ne? Stopp, schick das bitte rein. Ich mache einen Screenshot. Der Sparky war so weit weg vom Turm. Niemals. Ja. Niemals geht dieser an Turm. Vor allem genau in der letzten Sekunde und dann war das Spiel sofort vorbei. Nein, nein. Was ist das? Nee, das Spiel war noch ein Tick, oder? War nicht vorbei. Das Spiel, ja, das ist mein Glück, ne? Nein, das war genau da, wo die Verlängerung losgeht. 3 Minuten Verlängerung ging gerade los und ging genau in der Sekunde. Ah, okay. Ja, das. Holy shit. Halt so Sachen. Aber Alter. Stopp mal kurz, der war so weit weg, Alter. Ich wusste ja, dass der Sparky manchmal OP Splash Damage hat, Replay, aber... ja, machen wir. Replay machen wir. Ja, ich weiß auch nicht, was das war, ey. Lukas sagt, dass man so herrlich ist. Die gegnerischen Sparkys, die haben eine Range von 5000. Und. Alter. Hey, Lukas sagt das noch so, ja, Alter, der schaut schon wieder einer die ganze Zeit das gleiche, meine Güte. Was denn? Der ist jetzt nicht vor. Ich den Sparky mir nochmal reinziehen. Den muss ich mir nochmal reinziehen. Ey, ich bin so dumm. Ich mach auf 4, guck ganz kurz weg bei der Szene. Ist durchgelaufen. Nice. Ich bin's Wiederholungspro. Alter. Der kann doch immer Wiederholungen spielen. Alter, der X-Bogen auf vierfache Geschwindigkeit sieht irgendwie witzig aus. Ja. So, das ist jetzt hier die Szene. Guck hier, 3, 2, 1. Sparky-Schuss kommt. LOL, der war hol. Der war so weit weg. Ja. Das ist manchmal ist der Flächenschaden so klein, manchmal ist er riesig. Aber egal, ich habe ja immer noch jetzt, bin ja immer noch ausgeglichen. Ja, stimmt. Ja. Floppy hat jetzt halt wahrscheinlich nur gewonnen. Oh Mann, das ist so unlucky, ey. Weiß man noch nicht. Okay, dann sind wir jetzt wieder alle even. Bixby und ich stehen 7-2, Floppy steht. Vor allen Dingen, das wäre es ja gewesen. Hätte ich diesen Busch verteidigt, wäre das Sparky wenigstens gestorben oder hätte er nicht den Turm connected. Hätte ich das gewonnen. Da war eine ganz klare Lücke. Das niemals geht der an den Turm. Niemals, da kannst du die. Floppy, wie stehst du? 9-0? Nee, ja doch, ja. Floppy 9-0, Bixbin und ich 7-2. Oh Leicht. Mann, ist das, aber wie? Wie kann ich das? Das geht nicht, Mann. Das ist schon wieder so typisch. Games, die ich hier verliere. Entweder hat der Sparky Höllen viel Reichweite gegen dich oder natürlich den ultimativen Flächenschaden. Der hat gefühlt auch dein King Tower mitgetroffen. Oh nee, ich hab schon wieder barbarische Spiegel. Aber ich hab Bowler, Henker, Feuerball. Was machen wir denn hier lang? Er spiegelt überbehandelte. Warum sind denn die Gegner so kacke? Hilfe. Ich spiegel einfach Bowler und setz noch einen Henker, Alter. Vergiss. Ich will die Challenge immer schön auf YouTube packen, aber holy shit, die geht schon wieder über 2 Stunden. Ich dachte, ich flieg wieder raus und Floppy auch und Bixby hat gewonnen, dann ist gut. Alles klar. Aber heute sind wir hartnäckig. Da macht Floppy 9-0, ich dachte, er fliegt bei 2 Siegen raus. Muss ich ja ehrlich sein, ich werde den Zuschauern nichts vorlügen, ne? Ne, aber nach dem, was ich letztes Mal gemacht habe, da kann man das schon wieder vorbei. Das Video kam heute online, wo du einfach nach 3 Games 0 Kronen hattest. Ja. Dieser Bowler gefällt mir gar nicht.
jetzt nimmst du den Henker nicht mit. Oh. Nice, ich aktiviere den King Tower. Alter, das ist super clever mit dem Friedhof. Ja, das ist echt richtig clever gewesen. Das kann nochmal der Throw sein, du. Mit Kobold fast Friedhof, also das ist echt... Aber der Feuerball hat mir gefallen. Boah, das war so schlecht. Ich aktiviere den Alter, das kann echt die Niederlage sein. Ja. Doch? Ja, nee. Ja, mit Kobold fast und Friedhof, wenn der King Tower an ist? Was will er sonst an den Turm kriegen? Bowler oder Executioner? Ja. Nee. Kobold fast, easy. Der Gegner wird das safe kein Feuerball draufwerfen. Sag ich ja. Da sage ich halt nichts zu. Warum wirft er nicht mehr Feuerball? Weil das schlecht ist. No offense. Das klingt aber ziemlich nach offense. Ja, was soll ich denn da sagen? Ich meine, hätte er gesehen, was der Punkt ist, dass du mit dem Friedhof nicht gewinnen kannst, sondern eigentlich nur mit Koboldfässern, hätte er doch den Feuerball geworfen, oder? Was? Er schenkt mir den Sieg. Guckt euch mal bitte diese Hütte an. Du kriegst die ganze Zeit nur so welche Gegner. Und der Executioner geht auf die falsche Seite. Er denkt halt jetzt, er gewinnt gleich durch den Koboldfass, aber ich hab halt einfach Feuerball so. Selbst wenn dann Sachen tanken oder so. Warte, was ist das für ein Bowler? Er hat noch 10 Sekunden! Das bringt die OP-Hütte. Und den OP-Hütte. Die waren wir nicht getroffen, die dodgen. Feuerball auf dem Friedhof, nice. Du hast keinen Schaden im rechten Turm kassiert. Feuerball auf Friedhof OP. Man denkt natürlich mal, Poison Spell ist stark, aber der Feuerball ist natürlich viel, viel besser. Ja, keine Ahnung, was das für ein Gegner war. Wie viele Trophäen hatte er? Ja, das interessiert mich jetzt auch. 4000, das ist verschieden. Aber 4000 gewonnene Karten. Krank, okay, gut. Jetzt bin ich schon wieder dran, ne? Ja. Immer noch 7-2. Ein 8-2 wäre schon geil. Jetzt ist halt geil, Big Spin steht auch 7-2. Jetzt ist jeder Sieg setzt jetzt hier den Big Spin unter Druck. Oh, nice. Free Win für mich. Klonzauber ist dabei. Free Win für mich, ja. Also du würdest dich schon jetzt so als Klonexperte bezeichnen. Klar. Stimmt, ist ja logisch. Klar. Du wusstest, warum habe ich da noch nicht gedacht? Jedes Mal Touchdown oder Draft, sobald ich den Klonzauber habe, ist das ein Sieg. Hast du zufällig eine Prinzessin im Deck? Nee. Klar, dann könnte man einen Trick machen. Erstmal so. Was macht er denn jetzt? Okay, so macht er das. Das war gar nicht so schlecht. No. Ambitionierter Sperrkobold schreibt, was für einen Trick du kannst, wenn du die Prinzessin links oder rechts hinter deinen King Tower setzt und einen Instant-Spiegel draufhaust, die Prinzessin so spiegeln, dass die eine nach links geht und die gespiegelte auf die jeweils andere Seite. Also auf die rechte Seite in dem Fall. Das heißt, du hast dann praktisch für 6 Elixier faktisch 2 Prinzessinnen auf dem Feld, weil die Prinzessin ja sowieso entweder durch einen Lock oder durch irgendwas anderes gekillt wird. Und du im Prinzip... Das eine Leben, was die Prinzessin hat, macht der Prinzessin, sag ich mal, nicht viel aus, weil der Gegner setzt meistens eher das gleiche gegen die gespiegelte Prinzessin ein, was er auch gegen eine normale einsetzen würde. Ja. Alter, Max, der Klonzauber. Klonzauber, da kann er halt nicht mitteilen, das ärgert ihn auch sehr. Und es gibt auch noch so einen Bug mit einem Henker und einem Riesenskelett. Wenn du das gegenseitig klonst, dann, aber das kannst du nur im Duo-Matchup machen, dann läuft der eigene Henker in dein Haupttor von vorne nach hinten rein. Das sieht so komisch aus. Aber das muss man eigentlich mal sehen, um es zu verstehen. Alter, die Fledermäuse. Da macht er nichts. Da macht er nichts. Klon. Und der Klon. Da macht er echt nichts. Das ist flawless geworden. Das ist so flawless. Leute, der einzige richtige Bug in dem Game ist es, dass Trimax mit einem Klonzauber in so einer Challenge nicht verlieren kann. Ohne Witz, der Klon war, das war halt wirklich gut. Ja, ich weiß, das ärgert die Gegner dann auch. Weil die sich dann gewünscht hätten, sie hätten das selber so gemacht. Oh Mann, ey.
Ich mach direkt das nächste. Flawless, ganz sicher. Auf Ansage. Du hast jetzt aber schon ein bisschen Druck, Lukas. Sorry. Lukas, ne? Dein Anteil an diesem Game ist jetzt Mund halten. Jeder übernimmt eine Aufgabe. So. Wir schauen gespannt zu. Wie er darauf antwortet. Big Spin muss jetzt gewinnen. Ich denke, es wird ein Skami sein, deswegen kann ich jetzt hier schon mal keinen Skami. Oh, hätte die überlebt, das wäre Game Win. Game Win. Go wipe it off. Was? Golem, Wizard, Packer, it off. Was hat der Gegner denn mit seinem Clan vor? Die wollen Golem, Wizard, Packer spielen. Nice. Oder Golem, das Witch, ist in Clash Packer. Of Clans OP. Ja, anscheinend spielen die Decks aus Clash Royale. Nein, Clash of Clans, hier in Clash Royale. Scheiße, ja. Das wäre natürlich auch mal witzig. So eine Challenge, wo man Clash of Clans Decks spielen muss. Ja. Das Deck ist auch recht normal, sag ich mal. Ja. Ist jetzt kein ausgefallener 4 Hütten oder 4 Tanks Scheiß. True Story, ja. And confirm. Das Einzige, was ist wirklich das Einzige, was in dieser Challenge in diesen Decks immer wieder das gleiche ist, das ist einfach der Zaubermangel. Man hat halt nie so eine richtig gute Prinzessin in Kobold-Klasse und hat halt nie dieses Holz oder so. Ja. Holz habe ich bisher echt noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte kein einziges Holz. Heute ist es, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, die wollen ja doch einfach diese Karten, die Skelette haben oder so. Doch, manchmal gibt es so Sepp und Holz. Doch, schon. Ja, Tornado, okay. Feuerball, Lightning haben wir schon gesehen, aber sehr selten, das stimmt. Aber Holz hatte ich wirklich, also ich noch nicht. Tornado und so hatte ich alles, aber... Rette mich! Oh. Los! Ah, jawohl, easy. Nice! Aber sein Dartgoblin rollt jetzt alles ab. Oh! Reichweite normalerweise. Gehen. Schade, der hat sein Charge nicht abgehabt. Der macht beim Charge nämlich einen 360 Surround-Angriff, für die, die es immer noch nicht wissen. Jetzt will er es aber wissen. Ja, hat gerade gepasst. Die Diskussion hatten wir schon mal. Ja, erinnere ich mich auch auf jeden Fall dran, da war ich definitiv dabei. Ja, mit dir hatte ich ja schon alle möglichen Diskussionen. Du wusstest gar nicht, dass er mit dem Elektromagier einen Kobold fast aufhalten kann. Mit dir diskutieren, das ist halt immer, da reden wir immer gegen die Wand. Ja, ich kenne nur den Golem. Andere Karten kenne ich gar nicht. Du spielst 8 Golems auf der Hand. Ja, wenn es das geht, würde ich es direkt machen. Das ist stark, ja. Beatdown maximal. Ich schreibe einen Zuschauer, die Challenge ist manchmal so geil, aber manchmal auch so scheiße, ja, das stimmt. Wolltest du gerade Schuhzauber sagen? Ja. Den kennst du auch. Ja, ich habe hier keinen Zauber. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin euch ganz ehrlich. Ich stehe hier ohne Zauber. Also Lukas, wenn du schon wieder Draw spielst, dann bann ich dich. Was? Ich könnte gefühlt. Wenn du schon wieder Draw spielst, dann bann ich dich. Ja, ich kann dir nicht sagen, was ich machen soll. Wenn du mir sagst, was ich mache, dann... Keine Ahnung, ja. Toll. Eine von uns ich sag's wieder dir. Heute Draw. Das offensive Prinzessinnen und Dart Goblins zum Harrison. Wird hundertprozentig irgendwann nicht reichen und dann. Dann bist du wieder der blöde Unentschiedenspieler, ne? Genau, ja, der bin ich ja sowieso. Das habe ich ja jetzt irgendwie weg. Oh nice, der Minipacker kriegt noch Hit drauf, ja. Das ist das Schild vom Dark Prince weg. Ja. Mhm. Dark Prince, würde ich eher sagen. Alter Mann, stopp jetzt mal hier. Aber das ist krass, wie viel Value du durch den Dart Goblin bekommst. Props gehen raus. Boah, die Prinzessin. Oh, der Dart Goblin ist am Tor. Der Gammler ist am Tor und die Prinzessin trifft alles. Die trifft alles. Ja, du kriegst halt Schaden raus, aber du wirst halt drawn. Und der Tausend. Na, noch 2 Minuten, komm, wollen wir mal. Ja, ich glaube, der Draw Spin wird wieder drawn. Außer er throw natürlich. Also der Gegner. Hat er nichts. Ey, du hast recht. Ja. Du wirst halt einfach. Boah, was? Wie viel Schaden war das denn? Hä? Ja, der Dark Goblin. Mein Gott, als ob du das jetzt gewinnst. Wegen offensiven Dark Goblin. Oh. Shit. Ja, den kriegst du raus, den Schaden der Zeit. Die Prinzessin da. Ja, toll. What? Was für eine Prinzessin? Sie wurde schon nach Hause wieder nach hinten. Nee! Alter, die war genauso getimed. Alles gut. Krank.
Ja gut. Hast du tatsächlich mit offensiven Dart Goblins und offensiven Prinzessinnen gewonnen? Ja. Wahrscheinlich stehe ich 10-0, oder? Warum lachst du, Big Spin? So, Flobby, nächstes Game. Wie stehst du, Flobby? Ich muss gleich fragen. Egal was es ist, zu 0. Alter, was ist das? Oh mein Gott, das ist tatsächlich auch eher ein normales Deck. Das ist normal, aber nie mehr Recycle Deck. Lol. Okay. Nein. Lol. Ach so, okay. Gut, alles gut. What? Oh, das war ja richtig gut für mich. Oh Gott, ich hätte so viele Shits mit Minenwerfer rausbekommen. Shits, du hast Shits gesagt. Du hättest so viele Shits mit dem Minenwerfer rausbekommen. Alter, Flobby, bei dir läuft's mal wieder. Der shittet hier die ganze Map voll. Der Shit. Der One-Shittet die Gegner. Alter. Das Ding ist halt, wir haben Sparky und er hat keinen. Du Durchfall. Die Frage ist jetzt, ob der Sparky den Shit am Turm und am Sparky rausbekommt. Oh, das war nicht richtig. Oh, Flobby, der Sparky ist nicht der Shit. Okay, noch nicht raus. Kicken Sie Minenwerfer, okay. Man hat ja einfach einen Dark. Ja, defensiver Minenwerfer, okay. Der kann ja einfach das. Ja gut, jetzt hätte ich auch einfach den defensiven Minenwerfer. Ja, der babbelt hier vor sich hin, Flobby. Ja, bei 10-7 bin ich echt What? Der Minenwerfer shittet den Dark Prince nicht. Alter, was hatte ich gerade für ein Lag? Also, war nicht schlimm, aber bei mir hat der Dark Prince eigentlich Prince. Alter. Flobby kann nicht mehr reden. Der Typ hat seit 12 Stunden nichts gegessen, steht hier 10-0 und ist vollkommen außer Rand und Band. Die Salzcookies. Die Salzcookies waren's, ja. Ach du Scheiße. Du meinst ja, wenn ich einen auf Draws bin, oder? Ach, nee. Das bleibt mir Vorwahl, Copyright. Alter, wie spannend. Double Siege. Nein. Oh mein Gott, der Sparky? Nee, der ist zu. Oder? Ja. Dein Sparky, ne? Also wäre der Sparky gegen, wäre ich an seiner Stelle, hätte der getroffen. Ja, genau. Ja. Wenn Bixner jetzt gespielt hätte, hätte der alles getroffen. Ja. Das muss man leider sagen. Oder zum Glück sagen. Typisch. Gegen Bixen hätte er wieder Hit rausbekommen. Ja. Jetzt kommt der auch. Oh mein Gott, diese Pfeile. Ich schwöre dir, das Spiel noch besser. Oh. Alter. Warum war es das denn jetzt schon wieder, Mann? Hör doch mal auf damit. Okay, es ist. Die Pfeile sind's. Wenn er versucht nachzumachen. Er trifft nicht mal alles. Er hat noch keinen Schaden gemacht. Och Mann, jetzt kommt der Ding einfach. Soll ich Pfeile spiegeln und damit gewinnen? Als spiegeln. Würde schon sagen, oder? Alter. Ich cycle jetzt einfach Pfeile. Ja. Wie damit machst du dich wirklich zum Zuschauer, Liebling. Ja, ich bin ja auch der Outzapper. Du bist halt der Shitter. Es klappt halt einfach. Ich kann jetzt halt das ist ja so low, der arme Gegner. Du wirst nur noch Pfeile rüber. Das ist so lächerlich, Alter. Dafür sollte man dich hier vom das Game geht bannen. Gar nicht. Andere werden gebannt, weil sie irgendwo Gems kaufen. Du musst einfach gebannt werden, du Pfeile rüber cycles ab 1000 HP. Ja, bei 1000 HP! Out-Arrow ihn, was das Zeug hält. Müsste es ja SP sein, weil es ihr Schiff gehört haben. Ja. Nee, hab ich keinen Bock mehr drauf. So, noch einmal Pfeile, gespiegelte Pfeile jetzt, dann hab ich's. Das ist so low. Das ist so low. Das gab's noch nie in der Geschichte von Clash Royale. Alter. Bei 1000 HP anfangen Pfeile rüber zu werfen. Wie viele Pfeile habe ich bitte geworfen? Zu viele. Oh, der da. Nee. Aber das also, Schild. Gesagt, lol, das war cool. Der Schild wurde instant beseitigt. Bei Lukas wäre es wieder so gewesen, dass der. da hätte der Sparky den Turm gekillt mit einem. Mit einem Flobby, oh reichen, auf, Mann. Warte, reichen. Das ist ehrenlos. Reichen die überhaupt? Ja, reichen. Nein, tschüss. Oh. Musst du dem Ganzen erstmal ein Ende setzen. Alter. Oh, ist das beschissen. Ich stell dir vor, jetzt wäre es so also ein Spark. Ich dachte, safe, das wäre erhöht und dann würde ich noch verlieren. Ja. Also, es wäre eigentlich schon verdient, so ein bisschen. Bei Final Cycle noch Okay. Nein. Wenn ich der Gegner wäre, ich wäre so aggressiv. Du hast das ganz ehrenhaft hier gewonnen. Dann finish du. Wenigstens finde. Du hast okay. Du hast mit dem Dart nur gefinisht, nicht mit den Pfeilen.
Alter, ja, 11-0 Flobby, ja, das ist halt lächerlich, die Taktik, ne? Nur Pfeile rüberwerfen, dann stehe ich auch 11-0, ne? Okay, ich jetzt... So, ne? Wenn ich hier so eine Linie fahren würde, dann würde ich jetzt hier auch schon 13-0 stehen. Jetzt muss ich wieder ran, 8-2. Meine Spiegel macht viel Damage. Ich muss jetzt einfach nur gewinnen, dann muss Big Spin nachziehen, das heißt, ich muss jetzt gewinnen, Big Spin verliert, das wäre ein Traum, bin ich nicht letzter. Das wäre ein Traum, sagt er, das wäre ein Traum, Max. Vielleicht überhole ich ja auch noch Flobby. Wollen wir gehen nicht in Erfüllung? Ja, ich denke auch, dass ich noch 11-3 verlieren werde. Schreibt einer, was spielt ihr da? Ich glaube, ich spiele gerade CSGO. Ja, also Counter-Strike heißt das Spiel. Genau. Das eigentlich heißt es Counter-Shit, weil Flobby mitspielt, aber... Oh Gott. Das C steht für Clash. Was sind das für Decks? Was macht er mir nach? So, Pfeife. Der erinnert mich gerade an das Loelixir-Deck mit Kobolden. Und Gott, Kobolden. Hast du das gerade komisch ausgesprochen. Ja, Loelixir. Dachte ich mir auch gerade. Loelixir. Alter. Loelixir. Ja, genau so. Genau so. Fail. Peinlich, Flobby. Hier sind deutlich zu viele Zuschauer für so eine Aussprache. Ja, dieses Spiel war eh schon von intellektuellen Hochpunkten geprägt. Max, was sagst du dazu? Alter! Ei, hasch! Nee, ne? Tut er, was tut er? Der verarscht mich komplett. Double Freeze? Was für ein geiler Typ. User in your channel, time down. Ach, jetzt glaube ich nicht mehr. What the fuck? Was macht der da? Das war ultra gut. Ja. Das also, ist dann auch wieder ultra nervig für mich. Ich will nicht sagen, dass du raus bist, wenn du jetzt verlierst, aber du bist raus, wenn du jetzt verlierst. Ja, oh mein Gott, nein. Was, oh mein Gott, nicht, ne? Nein. Du weißt, das zählt, nein. Ey, das nimmst du jetzt, na, wenn ich jetzt verliere, bin ich raus, ne? Ich das, nimmst jetzt zurück. Beim das nimmst du jetzt zurück. Was nee. Weiß ich Abend für... Nee. Hier fällt der Name nicht ein. Patent, genau, Patent. Wir hatten Patent darauf angemeldet. Nee, oh, ich jetzt raus. Diesmal nicht. So nicht diesmal. Super. Ey, das nimmst du jetzt zurück, nee. Bin ich jetzt auch nicht fair. So, jetzt müssen wir greedy, jetzt müssen wir greedy werden. Zurück ins Spiel kommt, nee. Das finde ich jetzt auch nicht jetzt fair. Jetzt müssen wir greedy werden. Jetzt ein Freeze. Auf dem Berg, auch nicht, wenn wir die Truppen nicht treffen. Lobby, du hast schon wieder vorgesagt. Ja, ja, ich kann aber nicht machen, schlecht. Ich hätte auch so war gespielt. Schlecht. Wäre nicht dumm. Das wäre auch nicht so gut. Ja, der Haupttower ist ja eh noch so voll, dass er. Der wow, ist so voll, der ist fast so voll wie Flobby. Oh mein Gott, nein. Oh wow. Ich hab ja, ey, du musst ja einfach nur. Oh, nee, ich sag nichts. Du musst schön auf Offensiv gehen. All in, sagst du? Hm, all in. Nee, ihr habt halt keinen Zauber. Das heißt, das och, ist Mann, Max. Alter. Nein. Weißt du, er macht's. Er denkt so, das ist geil, aber er macht's falsch. Wie kommst du das Spiel gewinnen? Wie kommst gewonnen. Du das Spiel noch gewinnen? Nice. Ihr holt mich halt vielleicht echt noch ein. 9-2, oder? 9-2. 9-2. Das ist das Beste. Stand ich so. Nicht gefühlt 2-2 oder so ein Bums? Ja, so ein Bums, ja. Und jetzt hab ich noch 9-2 raus? Das ist 5-2, glaube ich. Ja, okay, dann halt so. 4-2. Trotzdem war das geil. Ich meine auch 4-2 oder so. Ja. Krass. So, wir gucken Big Spin zu. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber wenn du jetzt verlierst, bist du raus. 10.000 Zuschauer schauen dir zu und das werden sich auf YouTube über 100.000 Menschen reinziehen. Also würde ich jetzt ganz entspannt Big Spin in die wahrscheinlich letzte Partie. Alles klar, der ist hochmotiviert. Ich finde, ich habe dich gut anmoderiert. Das ist ein einziges Drama hier. User in your channel, time down. Alter Flobby, das macht so Spaß mit dir. Ach Gott, ey. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Flobby Disconnect alle 30 jetzt Sekunden. Ich werde echt verlieren, weil ich den Anfang richtig hart reingeschissen habe. Ach Gott, jetzt muss ich nachdenken.
Leute, die letzten drei Games oder zwei Games oder was es war, die laufen, die liefen echt nicht. Nicht gut. Ja. Von mir, was ich hier gerade mache. Aber ich weiß halt nicht, ob die Gegner wieder besser waren. Das sind die Bedenken, die ich am Anfang schon geäußert hatte. Ja, ich habe einfach schlecht gespielt. Also das steht fest, ob der Gegner jetzt gut gespielt hat oder nicht. Das ist mir im Moment ehrlich gesagt nicht so wichtig. Geht. Verkackt. Ich habe verkackt. Ja. Dieses Deck ist auch schon wieder so komisch. Er spiegelt die Flugmaschine regelmäßig und das ist das Gute, was er macht. Das musst du machen. Genau so musst du es machen. Was habt ihr denn dagegen? Ich habe nicht gerafft, dass ich die Flugmaschine spiegeln muss. Das habe ich zu spät gerafft. Mein Fehler. Das ist halt krass, ihr habt einfach Pfeile gegen Minion heute. Ja, aber warum auch gegen Kobold fast und das kann man dort spiegeln. So ist es. Kann ich es machen. Das ist noch das. Hexe. Die Hexe greift nicht mit an, okay. Hexe macht nichts, gar kein Problem. Oh Gott. Alter, ist was macht... Gewinne? Wieso... Wie kann er denn die Türme beide so low kriegen, obwohl ihr gespiegeltes Spiel... Danke. Wie gesagt, ich habe am Anfang so große Fehler hast du jetzt nicht gemacht. Doch, ich habe große Fehler gemacht. Große Fehler, die man aber nicht als große Fehler wahrnimmt. Stark, keine Pfeile benutzt. Tätet sie noch gegen die Minion-Horde. Erstmal geht die Flugmaschine down. Ey, wenn du das noch gewinnst, dann reporte ich dich noch härter als Max eben. Er macht's aber auch gut, er setzt auch keine Pfeile ein gegen. Ja, sag ich ja, das ist ein gutes Spiel. Mhm. Predikte die. User in your channel timed out. Okay, schade. Dauerlich. User entered your channel. Alter, was? Oh mein Gott, seine Pfeile. Lol, Pfeile noch hinterher. Was ist das Scheiße. Für ein Gegner gewesen? GG, spielt. Holy shit. Ja, ich Alter. Weiß nicht, was das für Gegner sind hier. Der war gut. Sag mal, was, wo kommt der her? Was war das für einer? Was? 4346.000 Karten gewonnen für die Challenge. Gut, hat er gut gemacht. Okay, krass. Krass, sehr stark gespielt. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum ich immer uns viel verkacke. Ich kann es nicht sagen. Ihr müsst wissen, Bixum war der Einzige, der die Challenge First Try geschafft hat. Ich und Flobby haben reingeschissen wie eh und je. Und jetzt verliert Max Lukas hier. Jetzt ist es wieder on stream. Da geht's ab. Ja, ist halt so eine Sache vom Matchmaking. Er hat ultra gut gespielt. Ich hatte einmal Freewin, wo mein Gegner AFK war. Da spielt er schon mit rein, ne? Glück und Pech. Ich habe sowieso alle Gegner gekauft, also. Stimmt. Flobbys Gegner waren teilweise die offensiven Barbaren und so. Das war schon übel. Ja, Flobby, du stehst 11-0. Ja, also du gewinnst, glaube ich, noch. Also könnte dann echt noch sein. Mal sehen. Naja. Ich starte mal. Ja. Okay, ja. Lightning im Deck. Oh, was ist denn los? Du müsstest jetzt schon dreimal verlieren und ich müsste alles gewinnen, ne? Alles klar. Aber Lukas, diesmal positiv. Du kannst jetzt ganz in Ruhe dein Salzbrezeln aufessen. Herzlichen Glückwunsch. Die braucht er nicht mehr, der ist schon salty genug. kann ich echt noch gewinnen? Ja. Du musst dreimal hintereinander verlieren und ich muss dreimal hintereinander gewinnen. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, du. Alleine, dass ich überhaupt... Alter, Flobby. Die kann man sich nicht unterhalten, Mann. Stell dir vor, das wäre im Real Life so. Pau und Flobby steht für Verbindung. Das ist ja krank. User entered your channel. Flobby? Ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt dreimal hintereinander verlierst und ich dreimal hintereinander gewinne? Ich würde sagen, die ist so bei 98%. Also würde ich schon sehr hoch einschätzen. Erstmal, dass ich die 12 noch schaffe, ist super unwahrscheinlich. Und dass du noch alle drei verkackst, auch. Oh. Aber Lukas übrigens, sieh's mal positiv. Du kannst jetzt ganz in Ruhe deine Salzbrezel essen. Lobby, du wiederholst dich. Du hast eben schon gebracht. Achso, ich hab dir gehört. Ich hab ein paar Kassetten rumliegen, die können das auch ganz gut. Der bringt den gleichen Gag einfach nochmal und denkt, der ist geil. Dann wird er nicht besser. Hä? Als ob was? Der Lightning trifft den nicht zweimal. Lobby, das war wieder der Kassettenmove. Das machen der trifft den nicht zweimal, sagst du? Gott, bin ich dämlich. Wie sollte er den zweimal treffen? Das war ja richtig Brain AFK. Du dachtest. Ja. Der greift den Schild an und dann nochmal den Dark Prinzen? Ohne Schild? Ja.
Alter! Der Typ ist Platz 1 weltweit. Der denkt, der wird's. Was? Der Dark Prince verliert sein Schild von einem Lightning und da kommt direkt nochmal der Lightning auf die gleiche Einheit. Und dann ist der. Was? Und wenn nur. Zum Beispiel, wenn nur ein Golem da ist, dann trifft der Lightning dreimal den Golem, richtig? Ja. Das ist halt lächerlich, das schicke ich Supercell, Mann. Du bist einfach Platz 1 weltweit und haust und weißt nicht mehr, wie Lightning funktioniert. Hast du nicht jahrelang Lightning gespielt in deinem Deck? Kann gut sein. Es schreiben mir welche, ist doch beim Rambok auch so. Aha, Leute, der Rambok, da kommen neue Einheiten raus. Der Dark Prince bleibt ein Dark Prince. Oh mein Gott, die Rakete. Ja, der macht sein Unwissen halt gleich dann aus mit irgendwelchen kranken Raketen. Das ist halt. Ja, ja, die Rakete habe ich halt auch eine Zeit lang gespielt, ne? So wie den Lightning. Das war vielleicht ein Fehler jetzt von ihm. Weiß nicht, ob er jetzt das Elixier hat, um das aufzuhalten. Na doch, könnte er noch. Bombe. Ach nee, Mauerbrecher, sorry. Oh. Ist das? Das ist erstmal unentschieden, oder? Ich hab gewonnen. Der Gegner ist so scheiße. Warum kriege ich nicht solche Gegner, der ist so scheiße. Als ob er bei einer Sekunde mal losschickt. Was, er hat ein Lightning und eine Rakete und einen Spiegel und kann 400 HP-Turm nicht. Ohne Witz, ey. Ich sag dazu nichts. Wie stehst du, Flobby? 12-0. 12-0. Was? Ich sag dazu nichts. Und der hat 80.000 gewonnene Karten und 5.000 Pokale. Was? Wie schlecht war das denn? Das ist mir zu hoch, das sag ich. Der nicht. Hat Rakete, Splitz und Spiegel. 400 Turm-HP. Du hast gewonnen, du bist der Sieger, auch wenn du kein richtiges Internet zu Hause hast und nichts über Lightnings oder irgendwas in Clash Royale Bescheid weißt. 12-0 in der Challenge bei jeder gegen jeden hier, Two and a Half Pro. Keine Ahnung. Ich schwör's euch, es lag an den Salzcookies. Wie war's? Die Salzcookies. Wir haben mir den Boost gegeben.